Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation in Wuppertal an diesem besonderen Tag und Abend. Erstmal, weil das Wetter heute doch speziell ist und in sich auch eine Herausforderung ist, hier im Raum zu sitzen. Aber wer hätte gedacht, dass dieses Thema Sakramente im Leben der Kirche, dritter Teil, Ehe und Weihe, plötzlich heute so aktuell werden könnte. Als ich das Programm vor etwas über einem Jahr entworfen habe, wusste ich nicht, dass heute da doch auch im Bundestag bzw. dem Rechtsausschuss entsprechende Entscheidungen getroffen werden, sodass die sogenannte Ehe für alle wohl jetzt am Freitag beschlussreif in den Bundestag eingebracht wird. Ein Thema, auf das wir sicherlich gleich zu sprechen kommen, zu dem man was als Kirchenvertreter auf jeden Fall sicherlich sagen muss und sagen kann. Da haben wir was sozusagen. Schauen wir mal. Das Thema lautet aber eben Sakramente im Leben der Kirche, Ehe und Weihe. Das sind ja zwei Sakramente, die wir in der Tradition der Kirche auch als Sakramente der Sendung bezeichnen. Und bevor wir uns etwas näher auf diese Sakramente, diese beiden speziellen Sakramente applizieren, lohnt es sich, wenn wir einen kleinen Blick auf die sogenannte allgemeine Sakramentenlehre werfen. Was sind überhaupt Sakramente in dem Sinn, wie wir als katholische Kirche sie verstehen? Denn da ist schon, Sie merken schon, dass ich jetzt hier das römisch-katholische etwas stärker in den Vordergrund gestellt habe. Das ist in der Tat auch ein Thema, das man im ökumenischen Dialog diskutieren kann, vielleicht diskutieren muss, weil die Sakramentenverständnisse zwischen der römisch-katholischen Tradition und, wenn wir jetzt mal nur die aus der Kirche, aus der Reformation hervorgegangenen Kirche nehmen, aus der protestantischen Tradition, da an einigen Stellen doch differieren. Ich fange mal an mit dem Wort Sakramentum. Woher das Wort Sakramentum überhaupt stammt und diese Begrifflichkeit? Das Wort Sakramentum heißt übersetzt eigentlich nur heiliges Zeichen. Stammt ursprünglich aber aus einem ganz profanen, näherhin einem militärischen Bereich, denn Sakramentum war im alten Rom der Fahneneid, den der römische Soldat auf seine Legionsstandarte ablegte. Diese Legionsstandarte war von einer besonderen, vielleicht sogar heiligen, lebensspendenden Bedeutung, denn die Römer waren ja dafür bekannt, dass sie in ihren Schlachten eine besondere Disziplin und Ordnung walten ließen. Und wenn diese Ordnung sich auflöste, dann ertönte ein Signal und jeder Soldat wusste, an der Standarte, auf die ich meinen Fahneneid abgelegt habe, da muss ich mich sammeln, von da aus gibt es eine neue Aufstellung. Da ist quasi der sichere Ort, von da aus kann es dann entsprechend weitergehen. Das heißt, diese Standarte, die war sicherlich nicht materiell im engeren Sinn wertlos, aber diese Standarte war in sich über ihren materiellen Wert hinaus aufgeladen mit einer hohen symbolischen Bedeutung. Symbol ist wieder so ein Begriff, zu dem man etwas sagen muss, wenn wir über Sakramente sprechen. Denn wenn wir das Wort symbolisch, etwas ist symbolisch gemeint, in unserer Alltagssprache verwenden, dann meinen wir oder verbinden wir damit oft diesen Aspekt, das ist nicht so richtig echt gemeint oder man müsste es vielleicht nicht ganz so eng sehen. Tatsächlich ist für einen Theologen, wenn der sagt, etwas ist symbolisch gemeint, die Hochform von Kommunikation damit gemeint. Denn wir haben ja ganz allgemein das Problem, wie reden wir überhaupt angemessen von Gott? Denn wir können Gott nicht so einfach hier auf den Tisch setzen wie ein Ding und beschreiben und uns dann darüber verständigen, sondern Gott entzieht sich ja quasi unserem Zugriff. Wir finden eigentlich gar keine angemessenen Worte für ihn. Eine mögliche Weise, von Gott angemessen zu sprechen, ist eben die, symbolisch von Gott zu sprechen. Das ist auch die Weise, wie in der Bibel von Gott gesprochen wird. Wenn Jesus etwa Gleichnisse erzählt, wenn er sagt, Gott ist wie ein barmherziger Vater, dann deutet dieses Wörtchen wie an. Jetzt kommt eine metaphorische Erzählung, die natürlich auf ein Verständnis, ein Vorverständnis eingeht, das wir mitbringen. Wir haben eine Vorstellung davon, was ein barmherziger Vater beispielsweise ist. Gleichzeitig deutet dieses Wörtchen wie an, dass dann doch hinter dieser sichtbaren Wirklichkeit etwas ganz anderes steht. Und genau das meint der Begriff Symbol. Der kommt aus dem Griechischen, vom Griechischen symballein. Heißt wortwörtlich übersetzt zusammenwerfen oder zusammenfügen. Das geht auf einen alten griechischen Brauch zurück, wenn im alten Griechenland etwa Verhandlungspartner irgendeine Sache besprochen haben. Die gehen jetzt auseinander und wissen, wir werden uns am Tage X wiedersehen oder wir schicken Unterhändler. War die Frage, wie legitimiert man den Unterhändler? Eine Möglichkeit war etwa,
dass man eine Tonscherbe nahm, also etwas materiell offenkundig Wertloses, zerbrach das in so viele Teile, wie Verhandlungspartner mit am Tische saßen. Jeder bekam eins mit. Und wenn die jetzt zusammenkamen oder eben Unterhändler schickten, dann legitimierten die sich durch diese Tonscherbe, die ja passgenau in die anderen Bruchstücke passte. Wenn man diese Tonscherben zusammenwarf, Symbalen, wusste man, aha, das passt alles, die hier sitzen, die sind entsprechend offenkundig bevollmächtigt. Das heißt, darin wird sehr schön deutlich, was ein Symbol ist. Ein möglicherweise materiell wertloser Gegenstand ist ideell mit einer hohen Bedeutung aufgeladen. Das ist eben auch bei Worten so. Worte, die halt einfach mehr oder weniger banale menschliche Sprache sind, sind möglicherweise mit einem hohen ideellen Gehalt aufgeladen, sodass wir dann doch damit von Gott reden, über Gott sprechen können, wissend, dass die Worte natürlich nur unvollständig etwas bezeichnen, aber mit das Bezeichnete in den Worten, hinter den Worten eben durchscheint. Man muss natürlich um bestimmte Metaphern verstehen, eingeweiht sein in den Sprachcode. Man muss ihn kennen. Das ist das, was in Initiationsprozessen zum Beispiel stattfindet. Da werden wir gleich auch noch einen ganz, ganz kleinen Miniblick heute drauf, aber wirklich nur einen kleinen Miniblick drauf werfen, was im christlichen Kontext mit Initiation gemeint ist. Das ist also das, was wir von Symbolen haben. Solche Symbole spielen übrigens in unserem alltäglichen Leben oft eine hohe Rolle. Wenn Sie jetzt etwa nur an das denken, was Sie vielleicht sogar hier bei sich tragen, oder wenn Sie es nicht bei sich tragen, aber doch zu Hause haben, da haben wir alle zu Hause oft solche Dinge, solche Gegenstände, die möglicherweise materiell wertlos scheinen, für uns aber eine hohe Bedeutung haben. In meinem Fall, kann ich als Beispiel gerne erzählen, ist das so, dass ich zu Hause bei mir auf dem Schreibtisch einen kleinen Mini-Kreisel liegen habe. Das ist so ein Nimm-Gib-Spiel, ne? Da steht so Nimm 2, Gib 2 und so drauf. Das hat mein Großvater, der 1975 verstorben ist, mit mir, als ich noch ein kleines Kind war, immer gespielt. Und als der verstorben ist, ist dieser Mini-Kreisel, ich weiß nicht wie, irgendwie in meinen Besitz gelangt. Der ist für mich, das ist ein Pfennigsartikel, der ist für mich aber so bedeutsam, dass der sämtliche Umzüge in meiner Hosentasche mitgemacht hat, damit er auf keinen Fall verloren geht, weil in diesem speziellen Kreisel mein Großvater, dem ich in einer gewissen Weise auch ähnlich sehe, präsent und noch gegenwärtig ist. Der ist auch nicht austauschbar. Wenn der mal verloren geht, den kann ich nicht ersetzen. Ich könnte mir einen neuen Kreisel kaufen, aber es ist nicht der Kreisel. Das ist ähnlich bei Eheringen. Wenn so ein Ehering verloren geht, können Sie sich einen neuen Ring kaufen, ja, der den alten ersetzt, aber es ist eben nicht der Ring, den man sich im Angesichte Gottes vor dem Altar an den Finger gesteckt hat. Das sind Symbole, Dinge, die äußerlich vielleicht wertlos scheinen, aber einen hohen ideellen Gehalt haben. Deswegen ist dieses symbolische Reden von Gott eben auch so wichtig. Also wenn man kürzlich eine Diskussion gehabt, da hatte jemand offenkundig in einem Kommentar zu einer Übertragung der Fronleichnamsprozession aus München, hatte der Kommentator wohl gesagt, die Hostie symbolisiert Christus. Da gab es fast einen regelrechten Shitstorm von konservativen Katholiken, die sagen, der symbolisiert Christus doch nicht nur, das ist doch Christus. Dann muss man sagen, ja, ich weiß jetzt nicht, welche Intention der Kommentator hatte, indem er dieses Wort verwendet hat, aber rein theologisch hat er nicht so weit weg von dem gelegen, denn tatsächlich ist dieses Stückchen Brot, das nach unserem Glauben durch die heilige Messe ja zu Leib, in diesem Fall zum Leib Christi geworden ist, ist tatsächlich ein Symbol für Christus, weil die sichtbare Wirklichkeit Brot, die nicht sichtbare Wirklichkeit Gegenwart Christi in diesem konsekrierten Brot zum Ausdruck bringt. Weshalb man im Falle einer Hostie sogar von Realsymbol spricht. Also diese Aufregung, die hätte man eigentlich zumindest mit Blick auf den theologischen Sprachgebrauch, hätte man sich nicht so echauffieren müssen. Ungeachtet der Tatsache, wie jetzt der Moderator seinen Sprachgebrauch da entsprechend ausgelegt hat. Diese Begriffe müssen wir so ein bisschen im Hintergrund halten, im Hinterkopf halten, wenn wir über Sakramente sprechen. Denn Sakramente sind eine besondere Form von Symbolen. Es sind sogar symbolische Handlungen. Dazu aber gleich mehr. Bitte schön. Können Sie bitte zumachen? Das sieht mir. Ja, wir können die Fenster jetzt auch zumachen. Nein, vielleicht hier. Ich weiß nicht. Nee, dann machen wir lieber die Fenster. Wir machen die Fenster so ein bisschen auf. Ich hatte die gerade nur. Nein. Das kann das. Ehe Sie hier krank rausgehen. Machen wir die Fenster ein bisschen. Ja, wir versuchen es nochmal so, wenn es jetzt immer noch zu sehr zieht, machen wir die Fenster sonst ganz. Ja, danke, meine Mutter hat Probleme. Nein, ist alles gut. Nein. Das, was sein muss, muss sein. Dann machen wir es so. Ist alles gut. So. Ja, jetzt haben wir schon, bitte. Aber es ist ja nicht nur
ein Symbol, also auch nicht ein, wie haben Sie es jetzt genannt, ein Realsymbol. Realsymbol, also weil wir glauben ja wirklich an die Präsenz. Ja, das ist Realsymbol. Das bezeichnet der Theologe als Realsymbol. Weil deshalb sind wir auch darauf bedacht, dass diese Hostie nicht entweiht wird in irgendeiner Form. Genau, natürlich, ja klar. Aber das bezeichnen wir in der Theologie eben als Realsymbol. Sie haben immer noch jetzt im Hinterkopf den alltäglichen Gebrauch des Wortes Symbol. Eine Hostie ist im theologischen Sinne, im theologischen Sprachgebrauch ein Symbol Christi. Weil die für uns nicht sichtbare Wirklichkeit, Gegenwart Gottes in Jesus Christus in dieser Hostie real da ist. Wir sehen aber Brot. Dieses Brot ist aber Christus selbst. Die nicht sichtbare, für unsere Augen nicht mehr sichtbare Wirklichkeit Christus kommt in der sichtbaren Realität Brot zum Ausdruck. Das wird im wohlgemerkt theologischen Sprachgebrauch als Symbol bei der Hostie, weil das Brot Jesus ist, spricht man sogar von Realsymbol. Davon ist sicherlich der alltägliche Gebrauch, das symbolisiert etwas im Sinne von, das verweist auf, zu unterscheiden. Da würde der Theologe aber von einem Zeichen sprechen. Also ich sag mal, das ist theologischer Sprachgebrauch, das muss man immer deutlich machen. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, ehe wir dann auf die Sakramente zu sprechen kommen, wenn Sie mal an die, ja nehmen wir mal Wuppertal, weil wir hier in Wuppertal sind, wenn Sie zum Beispiel ein Symbol für Wuppertal suchen würden, was wäre ein Symbol für Wuppertal? Schwebebahn. Klassiker. Von mir ist auch die Lorenzuskirche. Es gibt so ein paar Bauten, Schwimmoper zum Beispiel, ne? Aber Schwebebahn ist ein Klassiker. Egal, wo Sie weltweit sind, wenn Sie ein Foto von einer Schwebebahn sehen, dann geht dem Wuppertaler das Herz auf, dann ist er irgendwie zu Hause. Auch wenn Sie in Lateinamerika oder Südostasien oder sonst wo sitzen, die Schwebebahn symbolisiert Wuppertal. In der Schwebebahn kommt Wuppertal zum Ausdruck. Das ist was Einmaliges. Das Straßenschild am Ortseingang Wuppertal, das löst das noch lange nicht aus, denn das Straßenschild ist nur ein Hinweis, hier fängt die Stadt an. Das ist ein Zeichen. Während die Schwebebahn mit einem hohen ideellen Gehalt aufgeladen ist, die symbolisiert die Stadt. Kölner Dom ist ein Symbol für die Stadt Köln. Das Straßenschild ist nur ein Zeichen. Das wäre die theologische Unterscheidung. Die ist nicht deckungsgleich mit der alltäglichen Verwendung dieses Wortes. Aber wir brauchen diesen Symbolbegriff. Warum? Weil er in der Theologie eine hohe Rolle spielt. Denn wir müssen jetzt die Frage stellen, wenn sich der nicht sichtbare Gott, der ist ja eben nicht materiell, der ist ja nicht unter uns, offenbart, und er offenbart sich selbst voll und ganz in der menschlichen Wirklichkeit eines Jesus Christus, der ja wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dann haben wir doch in Jesus Christus gewissermaßen die sichtbare materielle Realität Mensch, in der die nicht sichtbare Materialität Gott zum Ausdruck kommt. Deshalb bezeichnen wir Jesus Christus auch als Ursymbol. Jesus Christus ist das unüberbietbare Ursymbol schlechthin. Jesus Christus, diese Gegenwart Gottes in Jesus Christus kann man schlechterdings nicht überbieten. Er ist das Ursymbol schlechthin. Jetzt hat Jesus Christus stark 30 Jahre, könnte man jetzt auch darüber diskutieren, synoptisch, johannäisch, wie auch immer, er hat rund 30 Jahre hier auf der Erde gelebt. Von diesen 30 Jahren ist eigentlich nur das letzte Jahr in irgendeiner Weise überliefert. Er stirbt am Kreuz, er steht von den Toten auf, offenbart sich seinen Jüngern, fährt in den Himmel auf und ist jetzt auch nicht mehr sichtbar. Also Jesus ist unserem direkten Zugriff entzogen, aber bevor er in den Himmel auffährt, überträgt er nach dem Zeugnis der Evangelien seinen 12 Aposteln die Vollmacht, in seinem Namen weiterzuwirken. Was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Also die 12 Apostel bekommen den Auftrag, das Werk Jesu weiterzuführen. In den 12 Aposteln ist quasi das neue Volk Gottes repräsentiert. Diese 12 erleben, erst sind es noch 11, später wieder 12, erleben das Pfingstereignis, wie der Heilige Geist auf sie herabkommt, und sie fangen an, dieses Werk
umzusetzen und zu vollziehen. Die Kirche kommt quasi ins Leben, die erste Gemeinde gründet sich. Das heißt, das Werk Jesu wird quasi in der Kirche fortgeführt. Deswegen bezeichnen wir die Kirche als Grundsymbol. Auch schon mal schöner geschrieben, aber ich hoffe, man kann es lesen. Also wir haben Jesus Christus, das Ursymbol, und die Kirche als Grundsymbol. Und jetzt wissen Sie, warum ich auf diesen Begriff Symbol so rumreite. Das sind Begrifflichkeiten, die das Zweite Vatikanische Konzil verwendet. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von Christus als Ursymbol und der Kirche als Grundsymbol. Und da ist sofort klar, da kann natürlich nicht so ein banalisierter Symbolbegriff mit gemeint. Das geht ja viel, viel tiefer, weil Gott sich darin Ausdruck verschafft. Jetzt können wir weiterdenken und sagen, die Kirche hat jetzt, sagen wir mal, wie in so einer Schatzschale, bewahrt die Kirche all das auf, was sie von Jesus Christus bekommen hat. Das Wort Gottes, die Verkündigung, Gebete, Riten, was weiß ich was, all das, was die Kirche in ihrer Tradition von Generation zu Generation weiterreicht und pflegt. Unter anderem sind da auch eine ganze Reihe von Zeichenhandlungen oder Symbolhandlungen drin, von denen wir in der römisch-katholischen Tradition sagen, wenn wir diese symbolische Handlung biblisch begründet im Willen Gottes verorten können, dann sprechen wir von einem Sakrament. Sind das Zeichen und Handlungen, die sicherlich Gott gewollt und wünschenswert sind, wir können sie aber nicht zwingend in der Bibel begründbar verorten, dann spricht man von einer Sakramentalie. Ein Beispiel: Segnungen aller Art, Beerdigungen sind Sakramentalien. Die haben nicht Sakramentsrang, aber sind natürlich trotzdem seelsorglich pastoralheilige Zeichen, keine Frage. Dann würde man von Sakramentalien sprechen. Haben wir sie biblisch begründet, im Willen Gottes verortbar, spricht man von einem Sakrament. Katholischerseits. Denn in der evangelischen Kirche gilt wegen des Sola Scriptura-Prinzips nur das als Sakrament, was sich ausdrücklich einem Einsetzungsbefehl Jesu verdankt. Das ist aber nur bei zwei der Sakramente der Fall. Schauen wir mal, bei welchen. Die sieben Sakramente sind nach der katholischen Definition, ich mache erstmal hier, damit wir das wie so einen Springbrunnen haben, den die Kirche unter das Volk bringen soll, die Taufe, die Firmung. Ich schreibe jetzt mal Abendmahl oder eben Eucharistie. Die Beichte oder Buße, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Die Krankensalbung. Die Ehe. Und die Weihe, die wir heute als sogenannten dreistufigen Ordo haben. Die Bischofsweihe ist die höchste Weihe, die Priesterweihe und die niedrigste Stufe, die Diakone. So. Das sind die sieben Sakramente, die wir in der römisch-katholischen Tradition kennen und haben. In der evangelischen Tradition, wie gesagt, bedarf es eines ausdrücklichen Einsetzungsbefehls Jesu. Das ist aber nur bei der Taufe der Fall, geht hin in alle Welt und tauft die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und beim Abendmahl, von uns eben auch als Eucharistie bezeichnet, tut dies zu meinem Gedächtnis. Da haben sie ein Imperativ. Das ist bei den anderen Sakramenten nicht der Fall. Weil es ja eine Reihe ist, heute ist ja der dritte Abend, aber der Vollständigkeit halber will ich ganz, ganz kurz, rudimentär die biblischen Begründungen liefern. Taufe war klar. Firmung, Jesus hat gesagt, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Deswegen ist die Salbung bei uns ein Sakrament. Abend, alles klar. Beichte und Buße. Jesus selbst vergibt Sünden. Er sagt, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Da ist der Wille Jesu erkennbar, auch wenn es kein Einsetzungsbefehl in dem Sinne gibt. Krankensalbung resultiert aus der speziellen Zuwendung Jesu zu den Kranken. Außerdem haben wir im Jakobusbrief schon den Hinweis im 5. Kapitel, wenn einer von euch krank ist oder die Ältesten rufen, sie sollen unter Gebeten für die Heilung und Trost bitten. Ehe ist der Schöpfungswille Gottes. Er erschuf den Menschen als Mann und Frau. Seid fruchtbar und mehret euch. Und die Weihe geht ja schon alleine auf die Auswahl der 12 Apostel zurück. Und dann wird in der Bibel eben auch berichtet, dass die, und jetzt wird es interessant, auch für das Thema des heutigen Abends,
die ihre Vollmachten, die sie von Jesus selbst erhalten haben, ihrerseits durch Handauflegung und Gebet, wie es in der Heiligen Schrift heißt, an Nachfolger weitergeben. Die Nachfolger nannte man freilich nicht mehr Apostel, sondern Episkopen. Apostel konnte man eben nur sein, wenn man tatsächlich seine Vollmachten unmittelbar von Jesus erhalten hatte und außerdem auch und Ohrenzeuge der Ereignisse war. Episkopos ist ein griechischer Verwaltungsbegriff aus der griechischen Verwaltungssprache, heißt wörtlich übersetzt einfach nur Vorsteher, nicht mehr und nicht weniger. Aber aus Episkopos wird folgendes: Episkopos, Piskop, Bischof, Bischof. Also ein Bischof ist ein Episkopos, ein Nachfolger der Apostel. Das ist für uns wieder eminent wichtig, dass im Bischofsamt quasi die apostolische Vollmacht aufgehoben ist. Jeder Bischof kann sich, jeder römisch-katholische Bischof, bei den orthodoxen Anglikanern geht das auch, kann sich theoretisch durch eine Art Handauflegungskette, wenn man das so sagen will, auf einen der 12 Apostel zurückführen. Die anderen Ämter entstehen dann aus, also der Bischof gibt einen Teil seiner Vollmachten an die Priester weiter. Ein Priester ist zuvorderst ein Mitarbeiter eines Bischofs, der ihn bei der Verwaltung seiner Kirche, wir befinden uns ja hier, zwar mitten in Wuppertal, aber wir gehören zur Ortskirche von Köln. Unser, in diesem Fall sogar ein Erzbischof, ist der Kardinal Wölki. Der entsendet jetzt quasi in die Pfarreien oder an andere Orte seine Mitarbeiter, die Priester, denen er Teilvollmachten gibt. Der Priester hat die Vollmacht zu taufen, Eucharistie, der Eucharistie vorzustehen. Buße und Beichte ist ein Spezialmandat. Nicht, theoretisch könnte es Priester geben, die das nicht haben. Das ergibt sich nicht automatisch aus der Weihe. Wenn ein Priester aus welchen Gründen auch immer für, die Weihe, für das Beichtehören nicht geeignet ist, dann könnte der Bischof ihm dieses Mandat entziehen. Das ist ein Sondermandat. Ich muss allerdings dabei sagen, dass ich keinen Priester kenne, der es nicht hätte. Ja, nur der Vollständigkeit halber. Die Krankensalbung gehört dazu. Die Assistenz bei der Ehe. Ja, Weihe nicht, Weihe ist nur dem Bischof vorbehalten. Beim Diakon sieht es noch anders aus. Der Diakon kann taufen und bei der Ehe assistieren. Das ist das, was der Diakon kann. Also da ist nochmal ein bisschen weniger Vollmachten. Damit haben wir jetzt schon einen Teil dessen, was Weihe ist. Die Weihe, die Hochform der Weihe, ist eigentlich die Bischofsweihe. Was, und jetzt werde ich ein bisschen polemisch spitz, wir reden ja immer über Priesterberufungen, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich fühle mich zum Bischof berufen. In meiner Meinung ist das eine taktisch nicht ganz unkluge Formulierung, die aber der biblischen Grundlage entbehrt, denn Priester kommen in der Bibel zum Beispiel gar nicht vor. Das Priesteramt entsteht erst streng genommen in nachbiblischer Zeit. Das Amt, das auf die Apostel zurückgeht, ist klassischerweise das Bischofsamt. Und als die Kirche größer wird und wächst und die Bischöfe, die Vorsteher der Gemeinden, diese Arbeit nicht bewältigen, entwickelt sich quasi das Priesteramt als Mitarbeiter des Bischofs, was er bis heute primär eben auch ist. Ein Priester kann nicht einfach das Bistum wechseln. Er wird von einem Bischof für dieses Bistum geweiht. Der Fachbegriff dafür ist, er wird in das Herz des Bischofs quasi eingepflanzt, inkardiniert. Möchte ein Priester, was hin und wieder vorkommt, das Bistum wechseln, dann müsste er quasi erst aus dem, nicht müsste, sondern wird er quasi zuerst aus dem Herz seines Bischofs herausgeführt, exkardiniert, um dann in das Herz des neuen Bischofs inkardiniert zu werden. Bei der Priesterweihe fordert der Bischof deshalb auch die Weihekandidaten auf, ihm Gehorsam zu versprechen und seinen Nachfolgern. Kommt der Nachfolger, weil der frühere Bischof durch Rücktritt verstorben, tot oder so, eben aus dem Amt geschieden ist, legen die Priester ihren Treueeid, obwohl sie schon versprochen haben, dem Nachfolger gegenüber zu sein, jetzt auf den neuen Bischof ab. Sie erneuern das quasi. Das heißt, das Priesteramt erhält seine Bestimmung stringent vom Bischofsamt her. Das eigentliche Amt, in dem die gesamte apostolische Vollmacht aufgehoben ist, ist eben das Bischofsamt. Das ist das, was mit dem Weihesakrament verbunden ist. Da eben dann auch in der alten biblischen Tradition dieses Zeichen der Handauflegung, die Übertragung von Vollmacht und Gebet mit den entsprechenden Zeichen, die da sind. Was für uns als katholische Kirche wichtig ist, gerade im Bischofsamt
ist eben die apostolische Vollmacht aufgehoben. Dieser Vorgang des Weiterreichens dieser Vollmachten nennt man apostolische Sukzession. Für uns ist deshalb in den Bischöfen die apostolische Vollmacht da, die Bischöfe als Nachfolger der Apostel, die Gemeinschaft aller Bischöfe, die etwa in einem Konzil zusammenkommt, ist quasi eine Art apostolische Vollversammlung, wenn man das so entsprechend deuten will. Es ist übrigens die höchste Form der Weihe, darüber gibt es nichts. Wir kennen zwar das Kardinalsamt, das ist nochmal ein besonderes Amt in der Verbundenheit und der Beratertätigkeit des Papstes. Eine Papstweihe gibt es nicht. Papst ist man, wenn man Bischof von Rom ist. Also der Papst hat in sich keine eigene Weihe, die ihn nochmal besonders befähigen würde. Aber der Bischof von Rom ist immer auch der Papst und der Bischof von Rom wird eben nicht vom Papst ernannt. Das wäre ja eine Redundanz. Sondern er wird eben von den Kardinälen im Konklave gewählt, wenn der Sitz Petri, der Stuhl Petri eben vakant ist, wie wir es das letzte Mal im Jahr 2013 war das, ne? Wo Benedikt zurückgetreten ist. Ja. Ich meine 2013 eben erlebt haben. Also das ist das. Bitte. Kardinäle sind Bischöfe. Nee, müssen nicht unbedingt sein. Kardinäle, auch sie könnte man zum Kardinal ernennen. Kardinal ist erstmal nur ein Ehrentitel als Berater des Papstes. Es gibt eine Reihe von Kardinälen, die keine Bischöfe sind. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Moment Kardinäle gibt, die keine Priester sind. Das wäre denkbar. Ob es auch tatsächlich so ist, das ist eine andere Frage. Aber es gibt zum Beispiel, es gab mal den, Name fällt mir jetzt nicht ein. Das war ein Theologieprofessor, ist vor einigen Jahren verstorben. Der war Professor, der war Priester, der war Kardinal, aber kein Bischof. Also ein Kardinal muss nicht zwingend Bischof sein. Muss nicht. Kann aber einen Papst mitwählen. Wenn er zum Papst gewählt würde, müsste man ihn vorher zum Bischof weihen. Da wird ein Stuhl raus. Also wenn man jetzt einen Kardinal, der nicht Bischof ist, zum Papst wählen würde, dann würde er tatsächlich erst die Bischofsweihe empfangen. Wäre aber ein Sonderfall in dem Sinne. Wie ginge das ohne Theologiestudium, wenn das jetzt jemand wäre, der jetzt irgendwie vom Papst vorher ernannt wurde zum Kardinal, ist aber kein Priester, haben wir ja eben gehört, ginge ja theoretisch und dann wird er auf einmal zum Papst und überspringt dann sämtliche Dinge, die er hätte vorher tun müssen. Die Chance, dass das so kommt, halte ich für eher ausgeschlossen. Die tendiert gegen null, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert. Vielleicht gerade aus den von Ihnen genannten Gründen. In der Theorie kann ich das denken. Ob das praktikabel ist und ob das je passieren wird, ist ja eine ganz andere Frage. Die Frage war ja eben auch, muss ein Kardinal Bischof sein? Da muss ich sagen, nein. In der Theorie ist es so, in der Praxis ist es so, dass auch Nicht-Bischöfe freilich dann trotzdem Priester seien, Kardinäle geworden sind. Theoretisch ist es sogar so, dass man nicht Priester sein müsste. Ob das einen fürs Papstamt dann qualifiziert, ist ja nochmal eine ganz andere Frage, weil da müsste man in der Tat noch einiges sicherlich nachholen. Weil das sonst erklärtermaßen sicherlich schwierig würde. Das ist aber der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Kardinal müsste noch nicht mal Priester sein. Theoretisch nicht. Praktisch ist mir das nicht bekannt. Könnte auch verheiratet sein. Theoretisch, jetzt stellen Sie aber eine ganze Reihe von, da müsste ich jetzt tatsächlich einen Kirchenrichter konsultieren, ob der nicht in diesem Moment, wo er Kardinal würde, dann mit seiner Ehefrau wie Bruder und Schwester, also diese klassische Josefs-Ehe führen müsste. Da bin ich, muss ich jetzt passen, müsste ich nachgucken, kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja. Also das ist das, was mit dem Priesteramt, mit dem Bischofsamt verbunden ist. Und vom Bischofsamt definiert sich dann eben das Priesteramt her, als Mitarbeiter des Bischofs. Und da merken Sie schon, weil es diese enge Bindung Bischof-Priester gibt, finde ich dieses Beten um Berufung etwas schwierig, denn die Berufung, die primäre Berufung ist immer der Bischof. Und ich habe noch nie einen erlebt, der sagt, ich fühle mich zum Bischof berufen, ich muss jetzt Bischof werden. Also da glaube ich, müssen wir unsere Sprachspiele auch nochmal überprüfen. Kinder sagen das öfter. Ja. Die sagen, ich werde Papst. Ja, genau. Aber ob das ein Berufungserlebnis ist, das ist ja eine andere Frage. Ne? Also die Frage könnte man sicherlich, wäre auch mal wert, weiter zu reflektieren. Was aber in jedem Fall mit dem Priester und dem Bischofsamt verbunden ist, ist, wenn sie in ihrer Amtsvollmacht handeln, also die Messe feiern oder Sakramente spenden, dann handeln sie in der Repräsentatio in Christi Capitis. Sie repräsentieren Christus als das Haupt der Kirche. Sie sind nicht Christus, ja, aber sie repräsentieren Christus als das Haupt der Kirche. Das heißt, sie haben im Wesentlichen eine Mittlerfunktion. Und Mittler, das ist eine wechselseitige Geschichte.
Sie repräsentieren uns als Gemeinde gegenüber eben Christus als das Haupt der Kirche. Umgekehrt repräsentieren sie Christus oder Gott gegenüber uns als das, als sein Volk. An dieser Stelle, das ist die besondere Bedeutung des Priesteramtes. Was eben auch zum Beispiel am Beispiel der Eucharistiefeier gesagt dazu führt, dass nicht der Pfarrer, der Priester, Kaplan ist ja nicht nur der Pfarrer, also der Priester, die Messe mit uns feiert, sondern er repräsentiert Christus, der die Messe mit uns feiert. Christus ist der Gastgeber. Da gab es zum Beispiel gestern eine interessante kleine Diskussion bei Facebook, wo es dann zum Beispiel um die Frage des liturgischen Grußes ging. Ne? Wenn der Priester am Anfang der Messe sagt, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, kann man da jetzt noch ein freundliches Guten Morgen zusammen hinterher schieben. Ich gehöre tatsächlich zu der Fraktion derer, die sagen, wenn ein Priester sowas macht, weiß er nicht so ganz, was er tut, denn er hat uns gerade im Auftrag des Höchsten die Gegenwart des Höchsten zugesprochen. Und wenn er jetzt sagt, ich wünsche Ihnen noch einen guten Morgen, dann kommt es da zu einer Rollenkonfusion. Es ist ja nicht sein Gottesdienst, seine Feier, sondern er hat den Auftrag, diese Feier mit uns zu spenden. Für die Sakramententheologie hat das übrigens immer eine ganz interessante Fragestellung gehabt im Mittelalter. Sind die Sakramente Werk des Sakramentenspenders? Muss also der Priester, Bischof, gegebenenfalls Diakon, besonders würdig sein? Und was ist, wenn er nicht würdig ist? Oder zählt das in der rechten Weise vollzogene Sakrament? Lateinisch wird das mit, ist das Sakrament opus operatum, also opus operantis. Ist das Werk, das Sakrament das Werk des Handelnden oder ist es opus operatum, das in der rechten Weise vollzogene Sakrament? Und in der Tat ist das Sakrament eben opus operatum, es muss in der rechten Weise vollzogen sein. Das heißt, jedes Sakrament hat eine bestimmte Form, die der Sakramentenspender zu beachten hat. Er kann es dieser Verfügbarkeit nicht einfach nehmen. Korrekt heißt das, dass jedes Sakrament aus einer rituellen Handlung, einer Symbolhandlung im theologischen Sinne verstanden besteht, die begleitet wird durch ein Deutewort. Eigentlich steht die Symbolhandlung schon für sich selbst und sie wird jetzt begleitet durch ein Deutewort, um das klassischerweise an der Taufe nochmal deutlich zu machen. Die Taufe war früher sehr drastisch, das Untertauchen unter das Wasser und das aus der Taufe heben. Das Untertauchen unter Wasser bedeutete das mit Christus sterben, das aus der Taufe heben, das mit Christus auferstehen. Das begleitende Deutewort dazu ist eben, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und so könnte man jetzt alle sieben Sakramente durchgehen, wo wir immer eine entsprechende symbolische Handlung haben, die das Wesentliche schon beinhaltet. In der Taufe mit Christus sterben, mit Christus auferstehen und dazu kommt eben ein begleitendes Deutewort. Sakramentenspender hatten wir gerade schon, was der Bischof spenden kann, hat ja die volle Vollmacht, klar, wofür der Priester für zuständig ist. Den Diakon hatten wir, was die Sakramentenspendung angeht, auch schon, Taufe und Eheassistenz. Beim Diakon muss ich noch ein kurzes Wort zur Repräsentatio Christi Capitis verlieren, dann sofort. Der hatte die bis 2010, dann hat Papst Benedikt in einem Dokument Omnium Ementem das Kirchenrecht geändert und seitdem repräsentiert der Diakon nicht mehr Christus als das Haupt der Kirche. Ob das für uns als Gläubige so wichtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist dadurch dieser dreistufige Ordo, den wir haben, wo früher die Repräsentation eben auch drin war, ich will nicht sagen aufgebrochen worden, aber doch nochmal, der Diakon steht nicht so ganz in dieser Repräsentationshierarchie seitdem drin, ganz streng genommen. So. Also darf der Diakon auch nicht alleine im Alleingang taufen? Doch, in dem Fall schon. Aber er repräsentiert in diesem Gottesdienst nicht mehr Christus als das Haupt der Kirche. Aber jetzt stellen Sie eine ganz interessante Bemerkung, denn es gibt zwei Sakramente. Also ordentlicher Taufspender ist immer der Bischof, der Priester, gegebenenfalls der Diakon, mit zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist die, mit der wir uns heute Abend gleich noch etwas ausführlicher befassen werden, die Ehe. Bei der Ehe spendet nicht der Priester, Bischof oder Diakon die Ehe, sondern die Eheleute sich gegenseitig. Der Mann der Frau und die Frau dem Mann. Der Kleriker, der daneben steht, sei er Bischof, Priester oder Diakon, assistiert bei der Eheschließung. Der guckt im Prinzip, dass die alles richtig machen, dass die richtigen Worte sagen, der hilft denen und er besiegelt das zum Schluss. Da schauen wir aber gleich nochmal genauer drüber. Also bei der Ehe
ist der ordentliche Sakramentenspender keiner dieser drei Ämter, sondern bei der Ehe sind die ordentlichen Sakramentenspender die Eheleute untereinander gegenseitig, übrigens mit einer Alltagskompetenz. Das Sakrament findet eben nicht nur vor dem Altar statt, sondern da beginnt es quasi und muss sich jetzt im Alltag, in guten wie in schlechten Tagen, bewähren. Gucken wir aber gleich nochmal ausführlicher drauf, deswegen stelle ich das zurück. Zweite große Ausnahme, deswegen kann der Diakon hier mitwirken, weil er nicht in diesem Sinne Sakramentenspender ist, sondern assistiert. Er hat eben den bischöflichen Auftrag, assistierend da mitzuwirken. Die zweite große Aufnahme ist die Taufe. In Todesgefahr darf jeder Mensch taufen. Man muss noch nicht mal Christ sein. Also wenn ich mit einem, sagen wir mal, Muslim durch die Wüste wanderte, angenommen, ich wäre noch nicht getauft, ich wollte aber getauft werden, wir haben dann 3 Tropfen Wasser in unserem Wasserschlauch und ich bin im Verdurst nahe, dann könnte ich den bitten, hör mal, tauf mich doch. Und wenn der Muslim jetzt das tut, auch wenn er muss selber nicht dran glauben, aber er tut das, was die Kirche tut. Das heißt, er nimmt 1 Tropfen Wasser, gießt mir den über den Kopf und sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, werde ich gültig getauft. Voraussetzung, Todesgefahr. Ne? Wenn keine Todesgefahr, gilt das auch nicht. Bei Kindern gibt es übrigens noch einen Zusatzhinweis. Wenn bei einem Kind Todesgefahr besteht, ist man kirchenrechtlich verpflichtet, das Kind not zu taufen. Deshalb, viele Kinder sind ja von Hebammen oder Krankenschwestern in Krankenhäusern, bei denen eine Problemlage besteht. Meine Schwester war geboren, Kind lebendig und dann ist war in vielleicht eine halbe Stunde gestorben, aber ja. Sie hat ihn getauft. Ja, ne? Also da gibt es sogar eine kirchenrechtliche Verpflichtung, die kann man jetzt wieder ganz stark diskutieren, aber bei Kindern ist sogar eine kirchenrechtliche Verpflichtung da. Aber es muss immer Todesgefahr da sein. Also ansonsten ist die Taufe ist nämlich sonst Elternrecht. Also man kann jetzt nicht den Fall konstruieren und kann sagen, die Eltern wollen, den Fall kann man schon konstruieren, aber diese Taufe wäre ungültig. Angenommen, die Eltern wollen ihr Kind, warum auch immer, jetzt nicht taufen lassen. Die Großeltern, ich nehme jetzt mal die Großmutter, macht sich da jetzt große Sorgen drum, dass das Kind nicht getauft ist. Und die Eltern geben das Kind jetzt, was besorgen müssen bei der Oma ab. Wenn die Oma jetzt ins Badezimmer geht und sagt, ich taufe dich mal schnell hier, weil die Eltern wollen das ja nicht, dann wäre diese Taufe ja, weil keine Todesgefahr besteht, wäre diese Taufe gegen den Willen der Eltern passiert, ist ungültig. Würde sich, jetzt konstruiere ich den Fall natürlich, vielleicht ein bisschen absurd oder auch nicht weiter, das Kind verschluckt sich an einem Bonbon, läuft blau an und droht zu ersticken. Und jetzt sagt die Oma, ich taufe dich, besteht ja Todesgefahr, dann wäre das Kind gültig getauft. Warum die Oma dann nicht zuerst den Krankenwagen rufen und Hilfe rufen, darüber würde ich dann gerne mit der Oma diskutieren. Aber kirchenrechtlich wäre, weil Todesgefahr bestünde, da eine entsprechende Situation gewesen. Ja? Also das jetzt nur mal zu den Taufspendern. Und über diese Geschiene kommt der Diakon eben, es geht jetzt nicht um Nottaufen, aber bei der Taufe haben wir eben eine Ausnahmesituation und bei der Ehe. Und das ist der Grund, warum wir da einen Eingangstor haben. Jetzt hatten wir eben ja eingangs das mit diesem Guten Morgen, wenn der Priester Guten Morgen sagt. Ja, wie ist das denn mit Franziskus gewesen? Der ist ja zum Bischof von Rom geweiht worden, kam dann auf den... Na, Moment, der ist nicht geweiht worden, der war ja schon Bischof. Der war ja schon Bischof, er ist gewählt worden. Ist das ein Gottesdienst gewesen, was er da gemacht hat? Nee. Nein, war es nicht. Sehen Sie. Ist auf dem Balkon und er hält eine Rede. Ja. Benedikt hat auch nicht gesagt, der Herr sei mit euch. Das ist ja kein Gottesdienst. Mhm. Habe ich zwar auch jetzt gelesen, dass das immer so als Beispiel angeführt wird, aber was Franziskus da nach seiner Wahl auf dem Balkon gemacht hat, er hat das versammelte Volk begrüßt. Und es ist kein liturgischer Akt. Der liturgische Akt kam danach. Als er nämlich gesagt hat, ich möchte euch segnen, bevor ich euch segne, segnet ihr mich. Dann hat er sich ja mal verneigt. Und dann fing das an, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Und dann kam der liturgische Akt. Das muss man fein unterscheiden. Also das ist kein Wort. Ja, das ist wenn der Pfarrer, Kaplan, wer auch immer, im Pfarrsaal jetzt zum Frühschoppen oder man trifft sich, um Gemeindefest zu feiern, das ist eher das Setting. Ja? Dann sagt er auch nicht der Herr sein Mittag, sondern ich freue mich, dass Sie alle hier sind, das Fest möge beginnen, das Buffet ist eröffnet. Ja? Also das kommt auf das Setting an. Innerhalb einer Liturgie ist das Handeln Gottes wichtig, das durch den Priester repräsentiert wird. Außerhalb der Liturgie ist der Priester in erster Linie einfach dann auch Mensch. In einer Funktion, weil der Kaplan, Pfarrer oder sonst was ist. Aber da ist das Setting dann komplett anders. Also ein ganz feiner, kleiner, entscheidender Unterschied an dieser Stelle. Ja? Bitte. Entschuldigung, dass ich so viel Löcher habe. Ja, dafür sind wir bei
in der ersten Reihe, das war sehr wahrscheinlich Anfang 2016. Mhm. Welche Sakramente wurden da? Da kommen wir jetzt gleich. Werden Sie gleich feststellen. Gut, gut. Werden Sie gleich, die kommen aber wieder, weil das sind drei Abende, die kommen jedes Jahr vor. Ah, okay. Die kommen also wieder. Ja. Okay. Denn ich kann jetzt hingehen und kann diese Sakramente in zweierlei Weise kategorisieren. Und zwar einmal nach der Möglichkeit, wie oft man ein Sakrament empfangen kann. Manche Sakramente kann man nämlich nur einmal und dann nie wieder empfangen. Man sagt, dass diese Sakramente ein unauslöschliches Prägemal verleihen, den sogenannten Charakter indelibilis. Andere Sakramente kann man häufiger empfangen, vielleicht sogar täglich. Gucken wir mal, gehen wir mal durch. Also, ein Charakter indelibilis verleiht auf jeden Fall die Taufe. Einmal getauft ist immer getauft. Kann man nicht wiederholen, kann man nicht rückgängig machen. Unauslöschliches Prägemal. Auch wenn man evangelisch getauft ist und man will katholisch werden oder katholisch und will evangelisch werden, wird nicht wieder getauft, weil die Taufe ja gilt. Ähnlich verhält es sich mit der Firmung, denn Firmung und Taufe sind ganz eng aufeinander bezogen. Einmal gefirmt ist immer gefirmt, kann man nicht rückgängig machen. Eucharistie können Sie, wenn Sie wollen, jeden Tag empfangen. Geht mehrmal, tut dies zu meinem Gedächtnis, ist ja ein Wiederholungsbefehl, sollen wir machen. Beichten. Je nachdem, was Sie auf dem Kerbholz haben, können Sie jeden Tag beichten gehen. Ne? Man soll einmal im Jahr, die Osterbeichte, aber auch da ist schon jährlich drin. Also ist wiederholbar. Krankensalbung ist ein Sakrament, das wir empfangen in schweren, lebensbedrohlichen Krankheiten. Also nichts für die Grippe, aber für eine lebensbedrohliche Krankheit physischer oder psychischer Art. Sie können natürlich jetzt schwer krebskrank sein, bitten um die Krankensalbung, empfangen die auch und werden jetzt wie auch immer gesunden. Werden aber neu schwer krank an einer anderen Krankheit, dann könnten Sie die Krankensalbung wieder empfangen. Kann man also, ist wiederholbar. Ehe ist wiederholbar. Ja, weil sie gilt, bei uns Katholiken gilt, bis der Tod sie scheidet. Natürlich kann Ihr Partner versterben und Sie können neu kirchlich heiraten. Es ist theoretisch denkbar, dass ein Mensch 10-mal kirchlich gültig verheiratet ist. Theologisch kein Problem, möglicherweise interessiert sich die Kriminalpolizei für Sie, weil Ihre Ehemänner oder Ehefrauen immer auf unerklärbare Weise relativ früh versterben. Theologisch aber denkbar. Ja? Jetzt eine Frage, wenn jemand evangelisch verheiratet war und die Frau verlässt denjenigen, darf er dann katholisch heiraten? Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja? Diese ganzen Fragen kommen wir gleich drauf zu sprechen, weil heute ist ja Ehe und Weihe, da sprechen wir gleich drüber. Die Weihe verleiht hingegen wieder einen Charakter in der Libelis. Der ist dreistufig. Man kann zum Diakon werden. Dann ist man Diakon für immer und ewig. Kann man nicht wiederholen. Man kann vom Diakon zum Priester geweiht werden. Dann ist man Priester für immer und ewig. Und dann kann man noch Bischof werden. Bischof für immer und ewig. Also ein Upgrading geht, ein Downgrading nicht. Wer weiht denn den Bischof? Ein anderer Bischof. Ein anderer Bischof. Der muss seine Vollmacht, also ein Bischof bedarf eines anderen Bischofs, der die apostolischen Vollmachten, die er hat, quasi auf ihn dann überträgt. Passiert übrigens in der Regel. Die katholische Kirche ist ja so organisiert, dass wir diese Metropolitanbistümer und die Suffraganbistümer haben. Also das Erzbistum Köln ist zum Beispiel ein Metropolitanbistum, dem die Suffraganbistümer Aachen, Essen, Limburg, München nicht, Münster, also es sind die Bistümer drumherum, es sind 4 oder 5, ich kriege es jetzt nicht alle auf die Reihe, zugeordnet sind. Das hat jetzt gerade bei kirchenrechtlichen Verfahren Bedeutung, wo die Einspruchskammern sind und so weiter, unter anderem auch bei der Bischofsweihe. Weil, wenn der Bischofsstuhl von Köln besetzt ist, der Bischof von Köln, der Erzbischof von Köln, in diesem Erzbischof ist man übrigens, wenn man ein Metropolit ist, also Metropolitanbistum vorsteht, und angenommen jetzt Bischof von Essen würde neu besetzt, ist jetzt durch Bischof Oberbeck besetzt, aber wir spielen jetzt nur den Gedanken durch, dann würde aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn es terminlich und so weiter passt, der neue Bischof von Essen, sofern er noch nicht Bischof ist, was ja sein könnte, vom Erzbischof von Köln zum Bischof geweiht. Umgekehrt, gut, unser Erzbischof war jetzt schon Bischof, als er Erzbischof von Köln würde, aber angenommen, das wäre jetzt so, dass hier ein Neuernannter hinkäme, dann würde wahrscheinlich einer der Suffraganen die Weihe entsprechend vollziehen. Also ein Bischof braucht einen anderen Bischof, von dem er die apostolischen Vollmachten quasi übertragen bekommt und geweiht wird entsprechend. Das ist die eine Weise, wie wir kategorisieren können. Die andere Weise ist, dass wir thematische Blöcke bilden können. Dann entsteht so ein Bild. Diese drei Sakramente, Taufe, Firmung, Eucharistie,
nennen wir die Initiationssakramente. Die Sakramente der Eingliederung. Wer getauft ist, wer gefirmt ist und wer mindestens einmal die Kommunion, sprich die Erstkommunion, empfangen hat, der gehört zur Kirche mit allen Rechten und Pflichten. Deswegen Initiation. Das ist Sakramente im Leben der Kirche 1. Diese beiden Sakramente hier oben nennt man die Sakramente der Tröstung. Weil man in trostlosen Situationen die Gegenwart und den Trost Gottes zugesagt bekommt. Hier in Fragen der Schuld und der Sünde, der Versöhnung. Hier in der Krankheit, wo man gerade im Kranksein die Nähe Gottes zugesprochen bekommt. Deswegen Sakramente der Tröstung. Diese beiden Sakramente hier, Ehe und Weihe, nennt man auch die Sakramente der Sendung. Früher hat man auch Standessakramente gesagt. Sakramente der Sendung deshalb, weil sowohl die Geweihten als auch die Eheleute in einer je besonderen Weise in die Welt gesandt sind, um das Wort Gottes, die frohe Botschaft in Wort und Tat in die Welt zu tragen. Hier wird das schon klar, weil natürlich die Amtsträger genau hierfür unter anderem, nicht nur, aber unter anderem zuständig sind, diese Sakramente eben auch zu verwalten, in der Vollmacht Jesu mit amtlicher Gewissheit das Wort Gottes zu verkünden und das Volk Gottes zu leiten. Die Eheleute sind, und das ist an einem Tag wie heute vielleicht dann eben auch nochmal besonders interessant, weil wir natürlich dann mit unserem römisch-katholischen Eheverständnis so offenkundig ein wenig konträr zu dem liegen, was sich so in der Gesellschaft im Moment da abspielt und da gedacht wird und kommt. Ehe und Familie sind für uns aufs Engste miteinander verknüpft. Ehe ist eben nicht nur da, wo zwei Menschen sich gern haben, egal ob gleichgeschlechtlich oder verschiedengeschlechtlich. Die Liebe alleine reicht nicht. Streng genommen ist die Liebe noch nicht mal eine Voraussetzung für die Ehe, weil die Ehe als solches erstmal ein Rechtsinstitut, eine Rechtsform ist, die unter einem besonderen Schutz gestellt wird, weil sie auch eine besondere Institution schützt, nämlich die Familie. Denn etwas ganz Wichtiges ist mit der Ehe im Schöpfungsauftrag ja verbunden. Da steht ja nicht nur, habt euch lieb, kommt zueinander. Jesus sagt ja, Jesus greift das übrigens auf im Evangelium, wenn er sagt, der Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weib anhangen. So weit könnte man ja sagen, okay, sollen sich halt lieb haben, ein schönes Leben haben. Sie sollen ein Fleisch werden. Seid fruchtbar und mehret euch. Darauf ist die Ehe hingeordnet, auf diese Nachkommenschaft, auf die Zeugung von Nachkommen, weil nur so die Gesellschaft natürlich auch weiterlebt, in die nächste Generation hineinkommt. Bei allem Wert der Partnerschaft, der in jeder Ehe mitgedacht und da ist, wesentlich, auch konstitutiv, kommt dieser zweite Aspekt, der eben dann mit dem Stichwort Familie verbunden ist, hinzu. Weshalb Ehe und Familie, zumindest in der Potenz, dass die Ehe die Potenz zur Familie hat, eben mitgedacht wird. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, es gibt Ehepaare, die können keine Kinder bekommen, das stimmt. Aber zumindest der Wille und die Offenheit dafür muss da sein. Wäre dieser Wille und die Offenheit nicht da, käme nach katholischem Verständnis keine Ehe zustande. So, und jetzt an dieser Stelle wird es, bevor ich dann auf die Sakramentalität der Ehe und was da so passiert, da kommen dann auch solche Fragen kirchenrechtlicher Natur hinein, die Sie gerade angedeutet haben, was ist bei evangelischen Ehen und so weiter oder bei konfessionsverschiedenen Ehen, welche Bedeutung haben die, was muss da gedacht werden? Vielleicht noch mal ein paar Worte, wie definiert die römisch-katholische Tradition mit Blick auf die biblische Grundlage? Das denkt man sich ja nicht aus und sagt, so machen wir das jetzt mal. Eher eigentlich. Nach katholischer Auffassung müssen vier Wesenseigenschaften vorhanden sein, damit wir von einer Ehe sprechen. Diese Wesenseigenschaften werden beim sogenannten Brautexamen, das ist quasi ein Vorgespräch, bei dem man die Daten und so weiter aufnimmt, vom Pfarrer schon erfragt. Da muss man die richtige Antwort geben. Die richtige Antwort auf die Frage ist immer ja. Oder ein anderer zustimmender Laut. Wenn man sagt, ja, vielleicht, hätte man schon verloren. Also man muss die mit ja beantworten und die werden rituell im Traugottesdienst nochmal ausgefaltet. Und diese vier Wesenseigenschaften sind Unauflöslichkeit der Ehe. Bis der Tod sie scheidet. Man kann nicht sagen, so ungefähr, ja, ist doch nicht einseitig kündbar oder sowas. Also wir sagen ja, bis der Tod sie scheidet. Dann Monogamie, also im Ehe mit einem. Man kann nicht zwei Leute heiraten, sondern ich sage zu diesem einen Menschen lebenslang ja.
Treue in guten wie in schlechten Tagen. Das geht weit über sexuelle Treue hinaus, sondern betrifft eben auch, also wenn ich sage, ich habe eine gesunde Frau geheiratet, ne, und die Luise war so richtig knackig, die hat mir gefallen, aber wenn die mal krank ist und nicht mehr kann, dann ist halt was anderes. Das ist auch Untreue. Also es geht jetzt nicht nur um Sex, sondern es geht gerade in den schwierigen Zeiten zueinander zu stehen. Treue in guten und schlechten Tagen, genau darin bewährt sich übrigens die Sakramentalität der Ehe, die, wie ich es oft sage, ein Alltagssakrament ist. Denn das ist nicht das, was gerade vom Altar mit Pauken und Trompeten passiert ist, das Sakrament, sondern das geht im Alltag erst los. Und es wird dann ernst, wenn der Mann die Frau und die Frau den Mann anfängt zu ertragen. Also man trägt den anderen nicht nur, sondern man muss ihn vielleicht auch manchmal ertragen, weil Lebenskrisen da sind, weil sich Menschen halt auch verändern und so weiter. Und vielleicht gibt es Situationen in so einer Ehe, wo beide sich kaum mehr ertragen können, wo beide so vielleicht down sind, dass es schwerfällt. Dann hoffen wir eben, dass die Sakramentalität, der Wille Gottes, sich darin so erweist, dass er selber uns durch diese schweren Zeiten durchträgt. Gibt es einen wunderbaren Satz im Buch Kohelet, ich glaube im 4. Kapitel, wo er sagt, einer alleine im Bett, das ist kalt, ein zweiter wärmt ihn schon und stärker als eine zweifache Schnur ist eine dreifache, die reißt nicht. Ne? Also wo man merkt, Gott ist quasi dieses dritte Band, der dritte im Bunde, der selbst, der dann gerade in den Situationen, wo es vielleicht kaum mehr zu ertragen ist, dann doch die Ehe noch trägt und durchhält. Und dann das vierte ist die Offenheit für Kinder, die Gott einem schenkt. Das gehört eben konstitutiv dazu. Würde einer dieser vier Gründe, und wie gesagt, bei diesen vier Gründen, die werden zweimal erfragt, beim Brautexamen im Büro des Pfarrers oder wo immer das stattfinden mag, da hat man das schon mal gehört, und dann rituell beim Trauspruch während der Trauung, da kommt das auch nochmal vor, würde einer dieser vier Gründe ausgeschlossen, de facto ausgeschlossen, also man hätte de facto gelogen bei der Trauung oder beim Brautexamen, und ist das nachweisbar, dann könnte eine solche Ehe tatsächlich durch ein sogenanntes Ehenichtigkeitsverfahren für nichtig erklärt werden. Die wird nicht geschieden, sondern man würde sagen, der Vertrag, der sogenannte Konsens, ist eigentlich so nicht zustande gekommen. Ich konstruiere jetzt mal einen Fall. Angenommen, der Max möchte die Luise heiraten. Und der Max sagt beim Junggesellenabschnitt, also Luise ist ein knackig Mädchen, aber Kinder, nee, so Blagen, nee, will ich nicht. Dann hätte er, und sagt er seinem besten Freund, und jetzt leben die zusammen und freuen sich auch, aber die Ehe geht irgendwann in die Brüche, ja, gehen auseinander. Und jetzt könnte der Max oder die Luise könnte sagen, also der wollte ja nie Kinder mit mir. Der hat zwar damals ja gesagt, und jetzt befragen wird bei einem Ehegerichtsverfahren dann der beste Freund von dem Max gefragt, der sagt doch aus, und gibt es noch andere Beweise vielleicht, dann könnte damit wegen des Ausschlusses des Kindeswunsches eine solche Ehe annulliert werden. Würde zum Beispiel auch gelten bei Unauflöslichkeit der Ehe. Wenn man sagt, also meine Brille ist so rosarot und die Luise sagt, also der Max, das ist der Mann für das Leben, aber andere Mütter haben auch noch schöne Männer. Ne? Mal gucken, was im Leben noch so passiert. Für jetzt ist der okay, aber never say never. Ne? Dann hätte sie de facto und kann das jetzt wieder beweisen, weil sie es beim Junggesellinnenabschied ihrer besten Freundin gesagt hat oder sie hat es in der Tagebuch geschrieben oder wie auch immer, dann wäre das ein Grund, die Unauflöslichkeit der Ehe in Zweifel zu ziehen, wäre diese Ehe de facto nie zustande gekommen. Solche Dinge und ähnliche werden bei den sogenannten Ehenichtigkeitsverfahren eben überprüft und wenn man die nachweisen kann, diese Ehenichtigkeitsverfahren sind relativ zeitaufwendig, dauerten mal bis zu 3 Jahren, mussten durch 2 Instanzen gehen, war eine der großen Änderungen, die Papst Franziskus vor der Bischofssynode schon eingeführt hat, dass er die Verfahrensdauer auf eine Instanz und die maximale Dauer auf 12 Monate heruntergeschraubt hat, also das groß vereinfacht hat, die da entsprechend geprüft werden. Da kommt noch eine ganze andere Reihe von theoretischen Möglichkeiten dazu, wussten die Partner, es reicht immer ein Partner, ne? Wenn ein Partner da nicht mitgespielt hat, wussten beide Partner tatsächlich, was Ehe bedeutet. Also, dass Ehe jetzt nicht nur ein schönes Spiel ist mit einer Party in der Kirche, sondern waren sie sich im Klaren darüber, auf was sie sich einlassen, dass man gegenseitig in Verantwortung ist. Oder ein Grund, der heute nicht so beklagbar ist, ist der sogenannte Eheirrtum, man hat einen falschen Partner geheiratet. Da wird jeder sein, der die Ehe, wo die Ehe auseinander ist, ja klar, habe ich einen falschen Partner gehabt. Nein, damit ist gemeint, früher haben die sich vielleicht gar nicht gekannt vorher, die wurden halt zugeführt, weil Liebe
nicht zwingende Voraussetzung war. Das können wir uns heute nicht mehr so vorstellen. Ja? Aber die Luise hat halt gesagt, sie heiratet den Max, tatsächlich steht aber der Moritz am Altar. Weil sie den Max vorher nie gesehen hat, hat sie den Moritz genommen. Aber war gar nicht der, den sie wollte, weil der Max sollte der sein. Könnte man auflösen. Oder aber jemand ist nicht reif für die Ehe gewesen, weil vielleicht zu jung oder konnte die Folgen nicht abschätzen. Oder jemand hat einem anderen etwas Wichtiges verheimlicht. Etwa, dass eine Sucht oder eine schwere psychische Erkrankung vorliegt. Er wusste darum, hat es aber verheimlicht. Das kommt jetzt nach der Eheschließung zum Vorschein, in dem Bewusstsein, dass das, also wenn man vorher gewusst hätte, dass eine solche Sucht, ein Alkoholismus, was weiß ich, was vorliegt, hätte man diesen Menschen aber nicht geheiratet. Auch dann wäre eine solche Ehe auflösbar. Das wären so Sachen, die an den Ehelichtigkeitsverfahren halt hinterfragt werden. Ja, oder dass einer dem anderen verheimlicht, dass er keine Kinder bekommen kann, so tut, als könnte er. Zum Beispiel, ne? Also Unfruchtbarkeit als solches ist kein Ehenichtigkeitsgrund. Wenn beide, in der Regel weiß man das vorher vielleicht gar nicht, aber wenn beide Partner es wüssten und man sagt trotzdem zueinander ja, dann wäre das kein Grund. Impotenz schon, oder wenn man es eben verheimlicht. Ja, bei der Impotenz könnte man ein sogenanntes Inkonsumationsverfahren führen, also wenn der Beischlaf nicht stattfinden kann. Übrigens reicht auch die Eheschließung vor dem Altar nicht aus, um das Sakrament zu begründen, sondern die Ehe muss auch mindestens einmal vollzogen worden sein. Sprich, es muss ein Beischlaf stattgefunden haben, woran sich schon wieder die Hinordnung auf... Also es muss mindestens einmal die Chance bestanden haben, Nachkommen in die Welt zu setzen. Das ist nach katholischem Eheverständnis, gehört das quasi mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, das gehört zwingend dazu. Hat dieser Beischlaf nie stattgefunden, könnte man ein Inkonsumations, also die Ehe, das hört sich alles sehr merkwürdig an und kollidiert völlig mit unseren romantisierenden Verständnissen. Ja? Deswegen sage ich, so eine Ehe ist keine lustige Sache, sondern es ist ein Rechtsinstitut. Das ist kaum nachzuvollziehen, weil wir in unserem heutigen Verständnis da so eher romantisch mit umgehen. Aber die Kirchenrechtler sind da relativ nüchtern. Also wenn eine Ehe nicht konsumiert wurde, also nicht vollzogen wurde, dann kann man dieses Inkonsumationsverfahren führen. Eine solche Ehe könnte auch für nicht erklärt werden, dann kann man neukirchlich heiraten, weil diese erste Ehe de facto ja gar nicht bestanden hat. An diesen Dingen merken Sie aber schon alles, das, was da in der Kirche passiert, ist wichtig, begründet alleine, aber eben noch nicht das Sakrament, sondern es muss etwas hinzukommen, etwas Alltägliches, was die beiden miteinander erleben. Es vollzieht sich eigentlich mehr oder weniger im Alltag. Das ist das, was für die Ehe da konstitutiv und wichtig ist an dieser Stelle. Diese vier Grundpfeiler, die Sie genannt haben, gelten ja Christentum allgemein. Ja, da sage ich jetzt mal was zu. Also die Ehe ist was ganz Spezielles, weil die Ehe im Schöpfungswillen Gottes verankert ist und Gott nicht gesagt hat, ihr müsst zu meinem Volk gehören, gilt die Ehe, also eine wie auch immer rituell vollzogene Konsenserklärung, ich versuche das jetzt mal so nüchtern zu erklären, zwischen einem Mann und einer Frau immer als bindend und gegeben. Also wenn zwei Nicht-Getaufte, seien es Hindus, Muslime, Juden, Atheisten, wie auch immer, in einer gebotenen Weise sich so verbinden, dann gilt diese Ehe als Natursakrament, weil im Schöpfungswillen Gottes verortet. Also zwei Muslime, weil es etwas ist, was uns ja hier betrifft, zwei Muslime, die verheiratet sind, diese Ehe gilt für uns als unauflöslich, die ist absolut anzuerkennen. Heiraten zwei Getaufte, ist diese Ehe immer sakramental. Also zwei Evangelien, Sie merken, die Ehe war ja für evangelische Christen kein Sakrament. Luther spricht von einem weltlichen Ding. Die evangelischen Christen kennen deshalb auch keine kirchliche Trauung. Das wird Sie jetzt verwundern. Warum? Weil die Zivileheschließung beim Standesamt schon das Eigentliche ist. Was dann in einer evangelischen Kirche eventuell passiert, ist die nachträgliche Segnung von etwas, was im Standesamt stattgefunden hat. Zwei evangelische Christen, die standesamtlich verheiratet sind, haben nach katholischer Auffassung, sind sakramental verheiratet, damit auch unauflöslich. Weil die Ehe in der evangelischen Kirche aber kein Sakrament ist, haben die mit der Unauflöslichkeit auch keine Probleme. Da komme ich gleich, weil das Ihre Frage ein wenig betrifft, nochmal zu. Wenn wir jetzt... Darf ich eben an diesem Punkt eben zu Ende machen, dann können wir da weiter an. Ist ein Katholik beteiligt? Ist dieser Katholik bei der Eheschließung zur katholischen Form verpflichtet? Der Katholik muss nach katholischem Ritus heiraten. Bei zwei Katholiken, klar,
dürfte es da keine Probleme geben. Aber nehmen wir mal an, jetzt gibt es eine Reihe von Ehehindernissen. Es gibt zum Beispiel das Ehehindernis der Religionsverschiedenheit. Also ein Katholik kann nicht ohne weiteres einen Muslim oder eine Muslima heiraten oder wie auch immer. Da muss der Bischof von dispensieren, der muss davon befreien. Und dann muss der Nicht-Katholik, also der nicht-christliche Teil, sich bereit erklären, dass die Kinder, sofern es die Ehe zulässt, im katholischen Glauben erzogen werden. Also er darf einer katholischen Erziehung nichts in den Weg legen. Dann würde man das dispensieren können. Ist jetzt ein evangelischer Christ beteiligt, hätten wir das Ehehindernis der Konfessionsverschiedenheit. Davon kann der Bischof aber auch dispensieren. Die muss man sich aber einholen. Jetzt nehmen wir mal an, aber der evangelische Christ ist bereit, katholisch zu heiraten. Dann können die das ja in der katholischen Form tun. Jetzt hat aber dieser evangelische Christ eine ganz schlimme Weihrauchallergie. Der kriegt sofort ganz hässlichen Ausschlag, wenn er in eine katholische Kirche reinkommt. Das ist ein bisschen humoristisch erzählt. Ja. Also es gibt jetzt irgendwas, weil der hat vielleicht auch Hass auf die. Also er möchte auf keinen Fall katholisch heiraten. Nur standesamtlich, reicht ihm ja. Dann müsste der Bischof eine Formdispens aussprechen. Dann kann er sagen, für euch beide, ich merke, ihr habt euch gern, meinen Segen gebe ich euch, und weil der jetzt warum auch immer nicht im katholischen Ritus heiraten kann, gebe ich euch die Befreiung von der Formpflicht, dann wäre auch diese Ehe kirchlich gültig, weil der Bischof mit seiner apostolischen Vollmacht sein Placet gegeben hat. Müsste man aber einholen. Fehlt das? Hat ein Katholik oder eine Katholikin, einen evangelischen Christin geheiratet, nur standesamtlich, was für den Evangelien völlig ausreicht, ohne Befreiung von der Formpflicht, hätten wir einen Formpflichtmangel, und diese Ehe könnte ich hier mit einem Antrag, den ich hier nebenan liegen habe, für nichtig erklären lassen wegen Formmangels. Ne? Also Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels geschieht auf dem Papierweg, und dann wäre einer neuen kirchlichen Eheschließung, bekommt man ein Reskript, ein Formular aus Köln, könnte man entsprechend dann damit zum Pfarrer gehen, könnte dann neu heiraten. Bitte schön. Aber wäre sie beim Pastor nochmal irgendwie gesegnet worden? Beim evangelischen Pastor? Ja, ist ja völlig uninteressant. Ist egal. Ja, weil es keine Eheschließung ist. Ist ja nur eine Segnung. Die haben doch gar nicht kirchlich geheiratet. Nee, weil die evangelischen Christen kennen keine kirchliche Trauung. Ja, wenn die nur standesamtlich heiraten, dann können die doch sowieso noch normal. Ja, der Katholik, jetzt ist ja so, jetzt müsste im Prinzip die Ehe zwischen zwei Getauften ist sakramental. Jetzt sieht man, dieser Katholik ist verheiratet, und jetzt kann mir ja hier viel erzählen. Was ist denn, wenn da nicht doch eine Dispens vorliegt? Der hat damals eine Dispens. Ich habe hier solche Fälle schon erlebt. Ne? Da kommt jetzt, kommt ein Mensch zu mir, hat eine neue Partnerschaft, möchte den kirchlich heiraten und kriegt jetzt mit, oh, ich bin eigentlich wieder verheiratet, geschieden. Dann spreche ich mit dem, dann kriege ich raus, der erste Partner war evangelisch. Und dann frage ich, haben Sie damals eine Dispens gehabt? Dann sagt er, nein, wir haben aber auch nicht katholisch geheiratet. Sag ich, gut, dann stellen wir den Antrag an den Erzbischof, dass er das entsprechend per Reskript erklärt. Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe wegen Formmangels. Da muss man dann reinschreiben, wo haben die überall gewohnt? Ist da nicht doch mal irgendwann Kirchenrecht? Die kann mir ja viel erzählen. Ich muss also alle Pfarrämter, wo die gewohnt haben, anfragen. Ist da nicht doch mal irgendwann kirchenrechtlich was gewesen? Wir müssen das Bistum anfragen. Ist da nicht doch mal eine Dispens gemacht worden? Jetzt kann es zu folgendem Fall kommen. Der ist mir hier live schon begegnet. Wir stellen den Antrag, dieser Mensch kann sich an nichts erinnern. Glaubhaft. Wir fragen in Köln, sorgt ihr nicht eine Dispens vor? Was war der Fall? Der Pfarrer war früher mal Messdiener. Der Pfarrer hat mitgekriegt, die heiraten, und er hat ohne Wissen dieser betreffenden Person einen Dispens eingeholt. Und dieser Dispens lag vor. Riesenproblem, weil jetzt hat er eine gültige Ehe, die musste man jetzt beklagen. Das heißt, man muss jetzt einen Riesenaufriss machen. Obwohl die nie in der Kirche geheiratet haben. Völlig unwichtig, weil für den evangelischen Christen rein die standesamtliche Trauung genügt. Und jetzt war diese Dispens lag vor, ohne sein Wissen eingeholt. Der hatte mit seinem Pfarrer mal gesprochen, was muss ich denn machen, um eine kirchliche Eheschließung? Hat er gesagt, ja, du musst eigentlich eine Dispens anholen. Und der Pfarrer hat das gemacht, ohne den zu fragen. Jetzt lag die Dispens vor, damit war diese Ehe gültig. Auch wenn die nie in der Kirche waren, weil der Erzbischof, der damalige Erzbischof von Köln, ja diese Dispens erteilt hatte von der Formpflicht. Das ist ja heftig. Ja? Deswegen muss man das ist ein interessantes Geschäft, kann ich Ihnen sagen, wo man dann hinschauen muss. Jetzt muss man, in diesem Fall muss man dann tatsächlich die Ehe beklagen. Ist ähnlich, wenn zwei evangelische Christen verheiratet waren, die Ehe geht jetzt auseinander, jetzt will einer von denen vielleicht katholisch werden, einen katholischen Partner heiraten. Die Ehe zwischen zwei evangelischen Christen
ist zwischen zwei Getauften, ergo sakramental, egal ob die in der Kirche waren oder nicht, völlig wurscht, die werden ja nicht katholisch geheiratet haben als evangelische Christen. Es reicht, wenn die beim Standesamt waren, damit ist diese Ehe gültig. Will der jetzt einen katholischen Partner heiraten oder eine katholische Partnerin, müssen wir erst diese erste evangelische Ehe beklagen. Man beklagt immer die Ehe, nicht den Ehepartner. Und in diesen Ehenichtigkeitsverfahren wird jetzt halt geprüft, liegt ein Grund vor, der diese Ehe, den eigentlich nach katholischer Auffassung vorliegenden Konsens zunichte macht. Muss man Zeugen beiführen und was weiß ich was, Beweise entsprechen. Bei evangelischen Christen ist oft sehr glaubhaft zu machen, dass Zweifel an der Unauflöslichkeit standen, weil das in der evangelischen Eheverständnis nicht so an, ganz oben, die wollen alle natürlich lebenslang. Klar, glaube ich schon, dass jeder evangelische Christ aufrichtig Ja sagt, das für ein Leben lang tun will, aber es ist nicht bindend Voraussetzung, wie bei uns Katholiken, sodass man dann auch diese katholische Ehegerichte können eine evangelische Ehe, die rein evangelisch geschlossen wird, für nichtig erklären, wenn eines der vier Wesenseigenschaften nicht vorhanden war. Muss man aber beweisen. Was, wenn jetzt nach dem neuen Recht, sagen wir mal, zwei Männer heiraten, Standesamt, dann sind die dann nach evangelischem Recht kirchlich verheiratet? Ja, das ist das, weil jetzt wird es eben ganz, jetzt wird es sehr, sehr interessant in diesem gesamten Diskurs. Habe ich mich heute auch schon entsprechend bei Facebook geäußert und bin da in der Tat ein wenig schon für geprügelt worden heute. Ich sage, was ist das Problem, wenn zwei Männer oder zwei Frauen heiraten? Das kann keine Ehe sein. Warum nicht? Weil nicht Männer keine Kinder kriegen. Weil sie keine Kinder kriegen können. Das ist der springende Punkt. Und da müsste doch eine neue Definition für Ehe erfolgen. Der Staat versucht das jetzt gerade und ich komme aber gleich nochmal meine Sicht, meine Bescheid. Ich bin kein, der Jurist sitzt an einer anderen Stelle hier am Tisch. Ich kann nur meine bescheidene, juristisch eher. Nach gesundem Menschenverstand geprägte Sachen. Wäre die kirchlich unwirksam. Nee, pass auf, der Grund ist tatsächlich folgender. Und der wird in meinen Augen in der gesamten, also als Katholik wird man in diesen Tagen ja ganz schnell geprügelt. Ne? Wir haben wir sowieso nicht und so weiter. Der Grund ist aber ein ganz anderer. Das ist ja das, was wir vorhin besprochen haben. Für das römisch-katholische Eheverständnis ist enorm wichtig, dass diese potenzielle Offenheit für die Zeugung von Nachkommenschaft da ist. Wird die ausgeschlossen, kommt nach katholischem Eheverständnis keine Ehe zustande. Habe ich also ein heterosexuelles Paar, wo mindestens einer der Partner das, wie auch immer, de facto ausschließt, willentlich ausschließt, kommt diese Ehe nicht zustande, könnte man beklagen. Bei homosexuellen Paaren ist das von vornherein ausgeschlossen, weil zwei Männer, zwei Frauen zusammen können keine Kinder zeugen. Deswegen kann nach katholischem Verständnis, römisch-katholischem Verständnis da keine Ehe zustande kommen, ebenso wenig wie übrigens bei heterosexuellen Paaren. Das ist also eine Grundsatzdefinition, die das geschlechtsunabhängig in dem Sinne erstmal ist. Deswegen können zwei Männer jetzt zunächst vor den Standesamt treten. Als Kirche sagen wir, was ihr da macht, das ist staatlich, mag das relevant sein. Uns als Kirche interessiert das nicht, weil die potenzielle Offenheit für Nachkommenschaft nicht gegeben ist. Jetzt sagen die, ja, aber wir wollen eine Familie, wollen Kinder adoptieren. Ja, Kinder wachsen nicht auf Bäumen. Man pflückt sich nicht einfach ein Kind, wie es einem gerade passt. Ich selber bin ja Vater von zwei adoptierten Kindern. Man muss ein Riesenverfahren durchlaufen, zu Recht. Weil natürlich jetzt von der Denke her, von der staatlichen Denke, muss man einmal sagen, so brennend der Kinderwunsch bei Paaren sein mag und so verständlich ich den finde, dass der da ist, weil es sicherlich auch zu unserer Biologie, zu unserer Verfasstheit, zu unserer Condition humana gehört. Kinder sind aber keine Spielzeuge, die zur Bedürfnisbefriedigung Erwachsener hinzukommen, sondern es sind ja Wesen, die schutzbedürftig sind und wir als Erwachsene diesen Schutz leisten müssen. Wir suchen also nicht Kinder für Eltern, damit die Eltern sich wohlfühlen, sondern wir suchen Eltern für Kinder. Hier habe ich zweifelsohne keinen Zweifel, dass zwei Männer oder zwei Frauen gute Eltern sein können für ein Kind. Das Problem habe ich nicht. Ich weiß auch, dass heterosexuelle Paare manchmal ganz furchtbare Eltern sein können. Das geht in alle Richtungen. Ja? Also dieses Problem habe ich nicht. Ich persönlich, meine ganz ureigenste, persönliche, subjektive Meinung ist, ich sehe keine Schwierigkeiten, warum zwei Männer, also oder zwei homosexuelle Männer oder zwei homosexuelle Frauen Kinder adoptieren sollten. Sehe ich persönlich keine Schwierigkeit. Aber sie sind nicht in der Lage zu zeugen. Das ist der springende Punkt. Das kann einfach nicht gehen. Aber müsste denn jetzt diese Homo-Ehe kirchlich wieder aufgehoben werden? Obwohl nein. Nie eine Kirche. Nein, sie kommt da ja gar nicht zustande. Die können ja nicht heiraten. Das Kirchenrecht ist da sehr eindeutig und sagt Mann, Frau, Offenheit für Kinder. Bei den Evangelischen auch nicht.
In der evangelischen Kirche haben die Ehe ja nicht als Sakrament. In der evangelischen Kirche gibt es ja da genau einen ganz interessanten Diskurs, dass manche Pfarrer und Gemeinden sagen, wir segnen ja ohnehin nur etwas, was beim Standesamt schon passiert ist. Und wenn jetzt da eingetragene Lebenspartnerschaften sind, dann segnen wir die halt. Punkt. Wie zum Beispiel, auch erst ein paar Jahre alt. Ist erst ein paar Jahre alt und wird in manchen Teilen der evangelischen Kirche auch so gehandhabt. Hier in Wuppertal meine ich, dass die Pfarrerin Lennartz oben an der Thomaskirche am Obhof solche Verbindungen segnet. Andere evangelische Gemeinden sind da eher mit Blick auf die Heilige Schrift Mann, Frau, Kind. Ganz abständig ist ein Riesendiskurs in der evangelischen Kirche, der zumindest was die was die EKD angeht, gibt es keine einhellige Meinung darüber. Weil die Ehe nicht sakramental ist. Gibt es solche Gedanken, weil wir segnen die sowieso etwas, was staatlicherseits vollzogen wurde, also segnen wir auch homosexuelle Paare. Andere sagen, das entspricht nicht dem Willen Gottes, da können wir nicht von Ehe reden. Das ist etwas, was am Freitag, wenn es zur Abstimmung im Bundestag kommt, eben hochinteressant sein wird. Einer der größten Gegner für die Ehe für alle ist Volker Kauder, ein evangelikaler Christ aus dem freikirchlichen Sektor, der da völlig gegen ist. Während sie in anderen Bereichen der evangelischen Kirche da eine große Offenheit für haben. Katrin Göring-Eckardt, der war mal Präses der EKD, ich weiß jetzt nicht, was für einen Titel sie da hatte, welcher Synode, also auch aus relativ hochrangig im evangelischen Bereich, die da total für ist. Da ist die evangelische Kirche, sprich, kann da nicht mit einheitlicher Stimme sprechen zurzeit. Bitte schön. Ich rede jetzt nicht über Homo-Ehen. Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich merke einfach, der männliche Part fehlt. Und wir können nicht zwei Frauen sagen, ja, ich stelle jetzt den männlichen Part dar und ich stelle den weiblichen Part dar. Für ein Kind ist das immer eine Irritation. Das mögen wohl Ansprechpartner sein, die einen erziehen können. Aber ich denke da absolut klassisch und ich kann auch nicht sagen, dass ich eine Familie habe, weil ich sie de facto nicht habe. Mir fehlt der Mann. Kann ich verstehen, aber auch Sie werden Ihr Kind trotzdem hoffentlich gut groß kriegen. Ja, aber ich habe Gott sei Dank einen Bruder, der diesen Part irgendwo das ist auch ideal. Worum es mir ging, war, ich kann jetzt aus klassischen Vater-Mutter-Kind-Schemata nicht sagen, dass das Kind eine glückliche Kindheit haben wird. Auch da kann Vater-Mutter ausfallen, versagen, also ich meine jetzt nicht ausfallen im Sinne von nicht anwesend sein, aber es kann auch da zu Versagen kommen, weil es halt passiert. Ich kann auch nicht sagen, wo der Vater oder die Mutter fehlt. Der Vater oder die Mutter kann ja versterben, kann also ein ganz beklagenswerter, aber doch natürlicher Vorgang entsprechend sein. Trotzdem wird der übrig bleibende Partner das Kind großziehen. Es kann ja sogar sein, dass beide Elternteile versterben und die Großmutter zieht das Kind groß. Auch dieses Kind wird groß werden. Was ich damit sagen will, ist, ich kann mir das durchaus vorstellen, ob das ideal ist oder nicht, da können wir gerne drüber streiten. Aber ich sage, letzten Endes gibt es da keine absoluten Regeln. Ich glaube, da sind Beziehungsfragen, wie sind wir in Beziehungen da, wo ich Ihnen absolut zustimme, ist alleinerziehend, ist glaube ich nochmal, weil man ja nichts abgeben kann. Es gibt keinen Partner oder keine Partnerin, mit der man sich abstimmen kann. Man ist für alles alleine verantwortlich, round the clock und so weiter. Ja. Das ist glaube ich nochmal eine ganz eigene Herausforderung. Worum es mir in diesem Punkt in der Diskussion geht, ich kann mir das vorstellen, ob das de facto gut ist oder nicht, will ich gar nicht beurteilen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass dass homosexuelle Paare ein Kind großziehen sollen. Ich habe da keine Schwierigkeit, das zu denken. Aber sie können dieses Kind nicht selbst zeugen. Sie müssen entweder irgendwelche skurrilen, obskuren Verfahren mit Leihmüttern und was weiß ich was oder Samenspenden, was da in die Wege leiten. Oder man muss ein Kind adoptieren. Kinder sind aber keine Spielzeuge. Die Identitätsfrage, wer bin ich, wird jedes Kind irgendwann stellen. Ja, ob das schlimm ist, im Reagenzglas gezeugt zu sein, sie kann und will ich nicht beurteilen. Auch das kann sehr gelingendes, glückliches Leben sein. Trotzdem frage ich mich, ganz subjektiv, dürfen wir als Menschen da einfach so umgehen? Das ist etwas, was mit hoher Verantwortung zu tun hat. Ich habe also überhaupt keine Schwierigkeiten, Adoptionsrecht da zu sehen. Gibt es in vielen anderen Dingen auch. Ich habe aber eine Schwierigkeit damit, trotzdem von Ehe zu sprechen. Ja, ist der Begriff geschützt? Das werden wir, also ich glaube, dass wir das sehen werden, wenn der Beschluss im Bundestag jetzt kommt. Glaube ich, dass es Normkontrollklageverfahren gibt oder wie das heißt. Also man wird sicherlich beim Bundesverfassungsgericht nachfragen. Die letzte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, soweit ich das heute recherchieren konnte, in aller Schnelle und Eiligkeit, ist meines Wissens, aber das ist jetzt ohne jede Gewähr, zumal ich kein Jurist bin, 2013 gewesen. Bis 2013 hat das Bundesverfassungsgericht die Ehe immer Mann, Frau potenziell für Kinder gemacht. Also alle Dinge, die auch da in Richtung gleichgeschlechtlicher Ehen abgewiesen.
Jetzt ist nur in den letzten Jahren der Wind, der gesamtgesellschaftliche Wind, so sehr in diese andere Richtung gerät, dass man natürlich nicht weiß, wie jetzige Bundesverfassungsrichter und die Senate da entsprechend entscheiden werden. Die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes war da eindeutig, dass der Begriff Ehe tatsächlich auf Heteropaare hingeht. Obwohl das wird man sehen. Es steht ja da nicht Mann und Frau drin und deswegen sagen die ja alle jetzt, also das geht nicht drin, wir können das selber definieren. Ja? Das ist jetzt die entscheidende Frage, weil natürlich die Väter und Mütter des Grundgesetzes diese Frage so noch gar nicht absehen konnten. Da ist nur Ehe und Familie, aber eben Ehe und Familie. Das wird jetzt eine Frage sein, die im Nachgang, wenn die Entscheidung jetzt gefallen ist, das ist ja auch noch gar nicht, glaube ich, die Mehrheiten überhaupt da sind. Man braucht, glaube ich, 310 Stimmen, um die Mehrheit zu haben. Oder man braucht, glaube ich, 300 Stimmen. Die Mehrheit von SPD, Linken und Grünen hat 310 Stimmen. Zwei Grüne sind schon krank, sind nur noch 308. Wenn jetzt noch ein paar ausfallen oder in Urlaub sind und wenn es tatsächlich ohne Fraktionsmann ist, ist ja auch noch nicht klar, ob die SPD wirklich geschlossen stimmen wird. Es kann auch noch sein, das wäre sicherlich eine Sensation, wenn es jetzt nicht durchgehen würde. Aber auch das könnte noch passieren, was dann gesellschaftlich da im Kessel ist. Wir wissen auch noch nicht, wie die CDU-Abgeordneten sich verhalten werden, ob die CDU nicht doch geschlossen dagegen stimmt. Da gibt es natürlich auch eine Fraktion, die eher da. Wir wissen, also im Prinzip sage ich, für mich ist die Sache noch gar nicht entschieden. Wenn sie entschieden ist, wird sicherlich den Weg zum Bundesverfassungsgericht geben. Dann wird es interessant, ob die Rechtsprechung, die bis 2013, was diesen Punkt angeht, soweit ich das recherchieren konnte, relativ einhellig war, ob die jetzt im Jahr 2017 so durchgehalten wird, oder ob man da nicht andere Dinge hinein. Also es ist in der Tat eine interessante Fragestellung, wo wir uns als Kirche vielleicht sogar bequem zurücklehnen können und sagen können, uns ficht das nicht an, weil nach unserer Auffassung, Heilige Schrift, Genesis, Mann, Frau, Kind. Also ja. Mann, Frau, Nachkommenschaft ist. Ne? Aber das ist natürlich eine andere, das ist biblisch begründet, eine Definition. Ne? In diese Richtung, Richtung. Sie zuerst. Ich wollte nur mal sagen, in anderen Ländern gibt es das ja schon, ne, diese Ehe für alle. Also, ja. Und die Kirche ist ja jetzt eigentlich weltoffen. Also man kriegt gar nicht so richtig mit, geht denn jetzt die Kirche damit um? Oder sagt die Kirche jetzt ganz klar, die sind für uns unwirksam wie Ehen? Das kriegt man gar nicht so richtig mit in der Öffentlichkeit, wie denn die Kirche dazu steht. Das ist eine bemerkenswerte Frage. Das Voraustraugebot, was wir, ich weiß gar nicht, bis wann das bestanden hat, bis vor einigen Jahren gab es das sogenannte Voraustraugebot, das heißt, sie konnten eine kirchliche Eheschließung nur dann durchführen, wenn vorher eine standesamtliche Schließung stattgefunden hat. Das war staatskirchenrechtlich so geregelt. Nee, ist nicht mehr so. Nee? Sie können mittlerweile, ist seit ein paar Jahren so, ich weiß, kann leider dieses Jahr nicht aus dem Kopf nennen, ist noch nicht so furchtbar lange, aber es ist vor einigen Jahren ist dieses Voraustraugebot aufgehoben worden. Sie können theoretisch kirchlich heiraten, ohne zivil geheiratet zu haben. Eine kirchliche Eheschließung ist nur für den Staat völlig irrelevant, also steuerliche Vorteile haben sie nicht und so weiter. Ist aber für Rentner unter Umständen interessant. Wenn sie kirchlich heiraten, sind sie verheiratet als Rentner vor dem Angesicht Gottes. Staatlich gelten sie aber weiterhin als ledig oder wie auch immer. Das heißt, die Rentenansprüche werden nicht gegenseitig. Aber es kommt vor, dass mittlerweile vor, dass es Ehen gibt, die eben kirchlich geschlossen wurden, aber nicht staatlich, wobei die kirchliche Eheschließung staatlich nicht von Relevanz ist. Das ist aber für uns eben auch etwas, wo wir sagen, die staatliche Eheschließung ist in diesem Punkt für uns nicht relevant, weil natürlich zwei Männer nach katholischer Auffassung keine Ehe eingehen können. Gleichwohl gebe ich Ihnen recht. Ich glaube, dass das nämlich eine der vielen Folgefragen ist, die jetzt mit der Ehe für alle. Ehe für alle finde ich übrigens einen ganz furchtbaren Begriff. Das hört sich an wie Freibier für alle. Ich finde diesen Begriff ganz, ganz. Das ist auch furchtbar. Ich finde diesen Claim einfach. Ich finde diesen Claim, der ist ja griffig und jeder weiß, was damit gemeint ist, aber er hat schon was Entwertendes in sich. Das ist so wie, als wenn man so. Also ich finde ihn nicht gut. Aber ich verwende ihn jetzt, weil er in aller Munde ist. Diese, was jetzt mit der Ehe für alle kommt, da hängt in meinen Augen eine ganze Reihe von Rechtsfolgen dran, die nicht mitbedacht werden, die nicht diskutiert werden. Die Frage ist zum Beispiel, wir haben bis jetzt rein im staatlichen Bereich dieses Ehegattensplitting, weil man bis jetzt immer davon ausgegangen ist, zumindest die Väter und Mütter des Grundgesetzes sind davon ausgegangen, dass zwei Menschen, die heiraten, auch irgendwie eine Familie gründen wollen. Dass das de facto im Laufe der Zeit de facto ausgehöhlt wurde, und manche Leute aus der Ehe ein Steuersparmodell gemacht haben. Und dass manche Leute auch gar nicht geheiratet haben, trotzdem Kinder hatten, die halt dann immer noch ihre Steuerklasse 1 oder was weiß ich was bezahlt haben. Dass das vorne und hinten nicht mehr passt, war schon lange klar. Es liegt schon lange liegen die Pläne auf dem Tisch.
ob man das Ehegattensplitting durch ein Familiensplitting ersetzen soll. Wenn jetzt die Ehe für alle kommt, wird das einer der schnellsten Gesetze sein, die wir erleben werden, dass das Ehegattensplitting aufgehoben wird und dass stattdessen Familiensplitting kommt. Familiensplitting müssen Sie aber nicht mehr für verheiratet sein, um in den Genuss zu kommen, müssen Sie Kinder haben. In welchen Partnerkonstellationen Sie auch immer da leben, müssen Sie Kinder für haben. Die Leute werden also, welche Notwendigkeit, Staat, ich rede immer über Staat, nicht über Kirche, ne? Welche Notwendigkeit, welchen Vorteil in Anführungsstrichen zu heiraten gibt es das? Keinen mehr, nur wenig. Also vielleicht erbrechtlich und so. Könnte ich aber notariell auch alles regeln. Also ich hätte etwas erleben, was ich da regeln könnte. Also das ist für mich etwas, man mag das verzeihen, wenn ich das jetzt so sage, es hat schon etwas mit Aushöhlung von Ehe zu, also im Moment mögen alle jubeln und sagen, die bloße Gleichberechtigung, in meinen Augen hängt da aber ethisch noch einiges. Ethisch meine ich jetzt nicht, dass das verwerflich wäre, aber es hängt so eine Reihe von Fragestellungen dran, die man in meinen Augen diskutieren müsste. Wissen Sie, wie lange die Debatte angesetzt ist am Freitag vor diesem Gesetz? 38 Minuten. 38 Minuten Debatte. Mir hat man heute im Internet vorgeworfen, es wäre schon lange debattiert worden. Nee, debattiert ist noch gar nicht worden. Über diese Dinge ist, alle schreien nur, dass ich sag mal, das gesunde Volksempfinden sagt, ist doch schön, wenn sie sich lieb haben, sollen sie auch heiraten. Aber die Ehe ist etwas, was über pure reine Liebe weit hinausgeht. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die in meinen Augen mitbedacht werden wollen. Ehe für alle, was heißt das denn jetzt? Bisher war klar, Mann, Frau, das wird geschützt, damit die Familie Nachkommenschaft hat. Wenn jetzt Ehe komplett umdefiniert, das haben Sie völlig richtig gesagt, in meiner Meinung ist das eine komplette Umdefinierung von Ehe, definiert wird, da wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Ja, kann ich demnächst die Studenten delegieren, das ist natürlich jetzt absurd, aber ich polemisiere jetzt bewusst etwas, ja. Kann ich demnächst eine Studenten-WG sagen, wir heiraten jetzt, damit wir entsprechende Vorteile haben. Was berechtigt mich denn jetzt dann, eine Zweierbeziehung, das darauf zu fixieren? Ist demnächst ein Muslim, der vielleicht nach dem Koran erlaubterweise, wenn er sich leisten kann, vier Ehefrauen hat, der ist ja nach seinem Gesetz gültig verheiratet mit denen. In seiner Denke ist das gültig verheiratet. Jetzt kommt er mit denen, um das ganz praktisch zu machen, hier nach Deutschland, lässt sich hier nieder und sagt, nach meiner Religion bin ich aber gültig mit diesen vier Frauen, weil ich beantrage jetzt für alle Sozialhilfe. Oder Kindergeld. Was auch immer, Kindergeld kann er unabhängig davon ja beantragen. Ja. Ja? Also merken Sie, worauf ich hinaus will. Warum, wie schafft der Gesetzgeber das jetzt, diese Art von Monogamie, die wir bisher ja irgendwo immer bei Ehe mitdenken und die ja auch bei der Ehe für alle letzten Endes gedacht wird. Also man redet ja immer von Mann-Mann- oder Frau-Frau-Beziehung bei den gleichgeschlechtlichen Paaren. Was berechtigt mich jetzt, das exklusiv für Zweierbeziehungen zu machen? Wie kriege ich das juristisch so gefasst, dass nicht der Nächste kommt und sagt, ja, aber so eine Ménage à trois, also hier, wie heißt der Rainer Langhans? Oder wie heißt der Langhans? Ja, ja, ja. Rainer Langhans, der lebt doch da mit drei oder vier Frauen zusammen, offenkundig in Frieden. Ja? Wenn der jetzt kommt und sagt, nee, ich möchte heiraten, mit welchem Recht, wenn Sie sagen, sind doch alle glücklich dabei? Also das sind alles so Dinge, ich will das jetzt, mir geht es nicht um eine moralische Bewertung, die will ich jetzt gar nicht vornehmen. Ich will nur sagen, es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die in meinen Augen nicht geklärt sind. Das ist für mich eine Schnellschuss-Haruk-Aktion, die da jetzt weiter stattfinden wird. Wie gesagt, die finde ich als solches, dass es eine Schnellschussaktion ist, finde ich nicht gut. Man hätte da doch mal vielleicht einmal tief Luft holen sollen und sagen sollen, lass uns mal darüber beraten und sprechen, worum geht es eigentlich, was wollen wir und ist eine solche Umdefinierung von Ehe, wie sie gegenwärtig vorgenommen wird, das ist es nach meinem Dafürhalten, ist die Zeit in diesem Sinne schon reif und kann sie auf diese Weise erfolgen. Das ist meine Meinung zu diesem Thema. Wenn er hat vier Frauen, so viele Kinder, wir bekommen dann Kindergeld. Kindergeld ist ja unabhängig davon. Ja. Kindergeld können Sie jetzt schon beantragen. Da müssen Sie ja nicht verheiratet für sein. Ja. Kindergeld können Sie jetzt schon beantragen. Aber trotzdem nochmal zu der Frage zur Kirche, die Rolle der Kirche dabei. Wird das sich denn jetzt ändern? Also in der Regel ist es ja so, dass der Pfarrer ja jetzt nicht so intensiv fragt, wie ist das jetzt mit euch, kriegt ihr auch Kinder und so weiter, wenn die verheiratet sind, standesamtlich, dann werden die doch auch in der Regel kirchlich verheiratet. Ist das jetzt ein anderer Maßstab? Also jetzt, wenn jetzt zwei Frauen ankommen und sagen, wir wollen jetzt hier kirchlich heiraten, dann wird er sagen, nein, geht nicht. Richtig. Bei den Katholiken geht es. Ja, aber es ging es kirchlich, das kann man gar nicht kirchlich. Also dann wird sagen, geht, ja, gar geht nicht. Obwohl das ja auch schon, man sieht das ja schon in den Kirchen, dann wird dann eben auch etwas angewegt. Aber nicht in den katholischen. Also ich sag mal generell was dazu, aber das ist jetzt ein komplettes, reines Gedankenspiel. Ja? Erstmal verheiratet ein Priester ja auch nicht Mann und Frau, sondern die spenden sich sakrament gegenseitig. Jetzt wird es schon interessant. Wenn wir jetzt ein homosexuelles Paar vor uns haben, dann wird plötzlich von einer Segnung gesprochen.
In meinen Augen, ich mache jetzt nur reines Gedankenexperiment, müsste man analog zu einer katholischen Eheschließung, wo Mann der Frau das Sakrament spendet, die Frau dem Mann, müsste man den beiden sagen, ich bin gern dabei, aber ihr segnet euch untereinander. Das wäre ja die Analogie, die komplette Analogie. Das ist etwas völlig anderes als im evangelischen Verständnis. Ist aber auch das, ist nach katholischer Auffassung so gar nicht erlaubt, weil damit ja insinuiert würde, hier wird ein eheähnliches Verhältnis begründet. Was ist katholisch? Zwischen diesen, in diesen Konstellationen nicht geben kann. Wie gesagt, nochmal, mir geht es nicht darum, dass ich das jetzt hier moralisch bewerte, ich spiegel jetzt nur das wider, was im katholischen Eheverständnis an dieser Stelle relevant erscheint. Das heißt, die können, Frau kann standesamtlich jetzt demnächst heiraten, Mann, den Mann auch, die würden jetzt hier zum Pfarrer kommen und würden sagen, wir wollen jetzt auch kirchlich heiraten, würde der an der Stelle sagen, da bin ich draus, kirchenrechtlich geht das jetzt nicht. Weil das kirchliche Recht an diesem Punkt vom staatlichen Recht unberührt ist. Es gibt aber jetzt eine andere Geschichte. Und die finde ich kirchenrechtlich tatsächlich interessant, weil ich da gespannt bin, wie man sich dazu verhält. Wenn ich jetzt bis heute noch, ist ja so, wenn ich jemanden habe, der sagt, ich bin verheiratet, dann weiß ich, und zwar, wenn er jetzt korrekt antwortet, der Volksmund spricht ja auch jetzt schon von verheiratet bei homosexuellen Partnerschaften. Ne? Aber wenn er korrekt antwortet, angenommen, Sie sitzen im Kirchenvorstand und da will sich jetzt eine Erzieherin, bewirbt sich für einen Kindergarten und Sie fragen ihn am Familienstand, dann sagt er, ich bin verheiratet. Dann würden Sie vielleicht höchstens die Frage stellen, ist das die erste Ehe oder sind Sie kirchlich verheiratet? Aber im Prinzip ist klar, die ist verheiratet mit einem Mann. Käme jetzt eine lesbische Erzieherin zu Ihnen, würde die, wenn sie korrekt antwortet, müsste sie sagen, ich bin verpartnert. Und dann wüssten Sie als Kirchenvorstand, okay, die lebt in einer lesbischen Beziehung mit dem Partner, muss der Kirchenvorstand entscheiden, wie verhalten wir uns dazu. Das heißt nicht, dass sie die Stelle nicht bekommen könnte, aber es wäre eine Sache, wo der Kirchenvorstand sich in irgendeiner Weise zu verhalten müsste. In Zukunft wird die lesbische Frau oder der homosexuelle Mann, wenn er sich als Erzieher bewirbt, sagen, ich bin verheiratet. Und sie wissen gar nicht, in welcher Weise. Weil es ja reicht, ich bin verheiratet. Punkt. Dann können sie übrigens sagen, sie sind kirchlich verheiratet. Dann würden, an der Stelle wird es interessant, würde ich sagen, nein. Und dann würden Sie als Kirchenvorstand sagen, ja, müssen wir aber nachholen. Ne? Also innerhalb von 12 Monaten gab es mal so eine Regel, wie die Fristen da jetzt genau sind, weiß ich nicht. Aber früher war man innerhalb von 12 Monaten, müssen wir das irgendwie klären. Aber hier haben Sie einen Arbeitsvertrag, unterschreiben Sie mal. Jetzt unterschreibt ihr den Arbeitsvertrag, lebt, aber ist aber verheiratet mit einer Frau. Und Sie bekommen das jetzt irgendwann mit, die ist ja mit einer Frau verheiratet. Was für eine katholische Einrichtung jetzt. Vielleicht erachten Sie als Kirchenvorstand das als schwierig, dass das so ist. Jetzt hat die einen Arbeitsvertrag, Probezeit ist vorbei und jetzt kündigen Sie der, weil die ja ihre Eheschließung nicht kirchennah geregelt hat. Müssen Sie schon mit Kündigungsfristen arbeiten und jetzt geht die zum Staat hin und verklagt sie beim Arbeitsgericht, weil sie wegen Diskriminierung. Das Arbeitsgericht würde ich, weil es ja entsprechende Rechtsprechung schon bei Chefärzten mit wiederverheiratet geschieden gegeben hat, würde vielleicht sagen, jetzt Diskriminierung dürfen sie nicht haben. Das heißt, dieses Thema wird uns interessieren müssen. Es wird uns interessieren müssen. Aber das ist doch in anderen Ländern auch schon längst Praxis. Wie ist denn da die Kirche? In anderen Ländern haben sie dieses Staatskirchenrecht so gar nicht. Wir haben ja, wir sind ja hier in Deutschland, was das angeht, leben wir ja, das hat was mit der Historie dieses Landes zu tun, leben wir in einer rechtlichen Sondersituation als Kirche. Das hat manche Vorteile, auch manche Nachteile, aber es ist eine Sondersituation, die wir da so haben. Ja, in anderen Ländern kirchlich Kindergarten zu betreiben, ist, glaube ich, schon ambitioniert, weil die Finanzierungsfragen da schon gar nicht so ohne weiteres geklärt sind. Also da haben sie eine ganze Reihe von anderen Problemen. Fakt ist aber zum Beispiel, um das mal an so einem Beispiel deutlich zu machen, Irland ist in einem Referendum die Homo-Ehe ja auch, jetzt sage ich schon Homo-Ehe, ist auch ein blödes Wort. Ne? Also die Ehe gleichgeschlechtlicher Paare per Referendum ja durchgekommen, mit Sicherheit wo man die Kirche abstrafen wollte, weil es auch Missbrauchsfälle gegeben hat, wo also ein Unmut sich auch gegen das katholische Gebarenraum verschaffen hat. Sie legen den Finger in meinen Augen genau in die richtige Wunde. Es gibt in meinen Augen eine erstmal zivilrechtlich, staatsrechtlich, also für den Staat gesellschaftlich, eine ganze Reihe von offenen Fragen, die man in meinen Augen nicht in 38 Minuten Debatte klären kann. Und es wird, da wird sich natürlich das Parlament sagen, was interessieren mich die Probleme der Kirche. Das Parlament muss sich nicht den Kopf der katholischen Kirche zerbrechen. Aber in der Tat sehe ich auch, dass wir uns als katholische Kirche, es gibt ja schon Bischöfe, die sich laut jetzt gegen dieses Projekt äußern, aber wenn es da ist, werden wir uns in irgendeiner Weise dazu verhalten müssen.
Aber die Kirche hat auch gar keinen Einfluss genommen, ne? Irgendwie auf die. Ja, das geht natürlich jetzt verdammt schnell. Ja, Bischof Koch von Berlin hat sich schon sehr eindeutig geäußert. Der Vorsitzende des ZDK hat sich schon sehr eindeutig geäußert. Also es hat schon Stimmen gegeben. Also Sie dürfen nicht vergessen, das ist seit gestern Abend erst im Umlauf. Wenn Sie Domradio verfolgt haben, heute mal die Postings bei Facebook oder die Sendung, oder wenn Sie... wo habe ich es denn noch gelesen? katholisch.de, dieses Internetportal der Deutschen Bischofskonferenz, da finden Sie schon diverse Stellungnahmen. Aber die Vorlage war ja schon schreibtisch. Ja, aber wir haben ja alle gedacht, das kommt, wenn es denn kommt, frühestens in der nächsten Legislatur. Ja. Dann kam Lindner und hat gesagt, das ist die Red Line, die rote Linie, wenn die CDU dagegen ist, dann gibt es keine Koalition. Und damit kam der Druck auf, dann hat Frau Merkel, also es war irgendwie schon klar, dass in dem Parteiprogramm der CDU, das ja glaube ich auch erst in den nächsten Tagen verabschiedet wird, dass da schon der Passus mit der Gewissensfreiheit drin steht, also dass der Fraktionszwang aufgehoben wird. Und dann hätte man eine offene Abstimmung gehabt, ne? Das wäre dann offen gewesen. Dann hat sie es halt gesagt da in diesem Interview und das hat die Runde gemacht und mit der entsprechenden Dynamik, die wir jetzt erleben in diesen Tagen. Bitte schön. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Wie alt ist das Sakrament der Ehe eigentlich? Wann ist das eingeführt worden? Ja, die Ehe hat es ja in dem Sinne immer schon gegeben. Ja. Aber tatsächlich die Ehe als Sakrament, wie wir es heute definieren, seit dem Tridentinischen Konzil. Also im 16. Jahrhundert ist es so festgelegt worden. Es war auch lange gar nicht klar, ob die Ehe in diesem Sinne überhaupt sakramental ist. Also im Mittelalter hat man zum Beispiel Ehebetten gesegnet, jetzt wird es wieder interessant, auf das sich Nachkommenschaft einstellt. Da gab es eine Segnung des Ehebettes. Aber dass die Ehe in diesem Sinne definitiv auf die Siebenzahl der Sakramente, da hat man sich in diesem Sinne erst im Tridentinischen Konzil de facto drauf verständigt. Das ist eine solche Feste. Relativ spät. Hat auch wieder was mit der Reformation zu tun, weil die Reformation zu einer Selbstvergewisserung benötigt hat. Und die ist, was wie vieles andere auch, aber in diesem Punkt im Tridentinischen Konzil erfolgt. Was nicht heißt, dass Ehen früher nicht sakramental waren. Also bestimmte Dinge wie Formpflicht und sowas gab es auch schon. Aber das Verständnis, was gilt als Sakrament oder nicht, wurde in diesem Sinne erst im Tridentinischen Konzil festgeschrieben. Das macht jetzt wenig Aussagen über das, dass man es früher nicht so verstanden hätte, aber de facto, wenn Sie mich danach fragen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sodass man sagt, die Ehe ist Sakrament, hat man da in diesem Sinne erst definiert. Ja? Bitte schön. Aber Papst Franziskus hat ja auch über die Ehe jetzt letztens noch was herausgegeben, wo er ganz klar drinsteht, Mann, Frau, Kinder. Ja, kam. Aber da wird der Deutsche Bundestag sagen, das mag der Papst ja sagen, für die Katholiken mag das gelten, was interessiert mich das, sagt der Deutsche Bundestag. Ja, der Deutsche Bundestag denkt aber auch nur bis zu seiner, ja weiß ich nicht, die haben ja alle ihre Renten gesichert, denen ist ja egal, was mit Europa passiert. Ja, ich sag mal, wir als Katholiken, also ich stimme Ihnen ja zu, dass der Papst aus unserer Sicht natürlich die Dinge der Welt entsprechend verkündet und sagt und dass wir als Katholiken ihm da folgen, das ist ja das eine. Die Frage ist jetzt nur, will die Welt dieses Ding, dieses Wort auch hören und wie setzen wir uns da jetzt auseinander? Das ist ja genau die Konfrontation. Es ist deshalb schade, dass wir jetzt in diesen Zeitdruck hineingeraten sind und diese Debatte nicht so führen können. Ja, die Papiere haben da gelegen und sie wurde auch damals schon 2003 geführt, als Lebenspartnerschaftsgesetz kam. Es ist alles in diesem Sinne nicht neu, aber jetzt geht es plötzlich holter die Polter und ein bisschen wird es übers Knie gebrochen. Das finde ich bemerkenswert merkwürdig. Und sagt, das hat die Ehe nicht verdient, weder in die eine noch in die andere Richtung. Da hätte man in Meinung etwas tiefer diskutieren müssen, als das 38 Minuten zulassen werden. Und da hätten auch die, wie gesagt, die Kirchen versuchen sich jetzt zu Wort zu melden, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist jetzt, diese Stimmen werden jetzt, also das ist kein Diskurs mehr, der jetzt stattfinden kann. Ne? Das, was Sie geäußert haben über Facebook, kann man das noch irgendwo anders hören? Oder? Es gibt einen Artikel von mir, den ich in unserem Weblog geschrieben habe, der heißt Freundschaft ist der Weg. Das ist www.di-werbung.de/. Und jetzt kommt Freundschaft-ist-der-Weg. Da habe ich biblisch begründet dazu etwas geschrieben, warum ich der Meinung bin, dass Ehe Ehe ist. Ja, ich schreibe es auch gleich in den Kommentar rein, damit die User, die uns im Internet heute oder an anderer Stelle zugucken, dann auch den Link auf diesen Artikel haben. Ich schreibe sie gleich auf. Ja. Ich habe eine Frage. Also Jesus war ja auch Jude und bei den Juden war ja so, da gab es ja diesen Scheidebrief. Ne? Ja. Ich meine, also war ja da, im jüdischen Recht war ja im Grunde die Scheidung. Kein Problem. Ja, und wenn wir jetzt ins Neue Testament gucken, das haben wir jetzt heute leider nicht vertieft, weil wir jetzt viel auch über die aktuellen Entwicklungen gesprochen haben.
Wir finden im Neuen Testament schon Ausnahmen von der Unauflöslichkeit der Ehe. An zwei Stellen, im 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, wenn eine, das ist übrigens etwas, was bis heute noch kirchenrechtlich gilt, wenn ein Mensch getauft wird und der Partner lässt sich nicht mittaufen, dann ist der ungetaufte Partner durch den gerade frisch Getauften geheiligt. Wenn er aber nicht mehr leben kann in dieser Beziehung, dann darf er aus der Ehe gehen und darf auch neu heiraten. Das sogenannte Privilegium Paulinum, was man heute noch geltend machen kann, wenn ein ungetaufter Partner mit im Spiel ist und wenn, also wenn aus zwei Ungetauften halt einer getauft wird und könnte theoretisch das Privilegium, sogenannte Privilegium Paulinum geltend gemacht werden. Im Matthäus-Evangelium, glaube ich, kann Ihnen die Stelle aus dem Kopf leider jetzt nicht zitieren, gibt es da noch so einen Hinweis, dass ein Fall von Unzucht, also ein Ehebruch, gerechtfertigt sein kann, dass eine Ehe geschieden wird, dass der Ehepartner diese Ehe verlässt und neu heiraten kann. Letzteres ist aber nicht ins Kirchenrecht eingegangen. Da sagt, da gibt es ein Jesuswort im Matthäus-Evangelium, was offenkundig noch so eine zweite Ausnahme damals begründet hat. Also auch im Neuen Testament, das muss man immer so ehrlicherweise sagen, Unauflöslichkeit der Ehe, ja, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Klammer auf, für mich steht immer die Frage, will Gott immer gerade die verbinden, die da vor dem Altar stehen? Vielleicht sagt er auch oben im Himmel, nee, ihr nicht, mit euch habe ich was anderes vor, könnte ja sein. Ne? Ist aber jetzt mit Augenzwinkern gesagt. Aber schon im Neuen Testament gibt es da offenkundig entsprechende Konstellationen, wo die neutestamentlichen Autoren dann sagen, es gibt Ausnahmen von der allgemeinen Regel. Aber in den Juden ist das doch immer noch so, dass ja. Die ja. Auch im Islam auch. Im Islam auch. Und weite Teile des kirchlichen Eherechtes, über das wir heute Abend ja auch hier gesprochen haben, stammt aus dem Mittelalter und war damals zum Schutz der Frauen entwickelt, damit die Männer die Frauen nicht einfach in die Wüste schicken, sondern damit die Frauen existenziell abgesichert waren. Wird heute manches, was heute skurril erscheint, vielleicht auch gar nicht zu Unrecht hinterfragt, weil diese Motivation der wirtschaftlichen Abhängigkeit der Frau vom Mann in weiten Teilen der heutigen Gesellschaft so, Gott sei Dank, nicht mehr gegeben ist. Das ist ja das, was in Amoris Laetitia, wo der Papst sagt, natürlich können Ehen mit Glanz und Glorie scheitern. Die Scheidung übrigens ist keine Sünde. Auch das Kirchenrecht kennt Scheidung, die Trennung von Tisch und Bett. Wenn für einen der Partner die Ehe zur Hölle wird, kann er sein, dass der andere Mann die Frau immer schlägt, dann darf die Frau das Haus verlassen. Also die darf aus dieser Ehe herausgehen, darf sich trennen. Das ist keine Sünde. Deswegen ist auch die Scheidung, die zivile Scheidung, erstmal kirchenrechtlich in sich völlig unproblematisch. Die Scheidung schafft noch nichts, keine Schwierigkeit. Schwierig wird es erst dann, wenn ein neuer Partner ins Spiel kommt. Dann wird es schwierig. Die Scheidung selber ist... Also diese standesamtliche Regelung ist ja auch noch nicht so alt. Nein, genau, in dem Sinne. Okay, so viel zu diesem heute aktueller gewordenen Thema, als ich es noch vorgestern vermutet habe. Wir haben in dieser Saison noch einen Abend vor uns. Das ist in zwei Wochen. Der hat dann den schönen Namen am 12. Juli vor den Sommerferien, wenn wir die Saison beschließen, von Quastenfassern und Wasserläufern, Zeichen und Wunder im Neuen Testament. Hört sich tatsächlich Quastenfasser, nicht Flosser. Da werden wir mal gucken, was sind Wunder im Neuen Testament und was sind sie vielleicht auch nicht, was Quastenfasser sind. Da kommen sie in zwei Wochen wieder, dann erkläre ich Ihnen das. Nein, ich sage, ich verrate schon so viel. Es gibt eine Geschichte, da spielt eine Quaste bei einem Wunder eine berühmte Rolle. Ich verrate Ihnen die auch schon, ist die blutflüssige Frau, die Heilung der blutflüssigen Frau, die Quaste des Mannes Jesus anfasst. Da ist die Quasten, ist eigentlich eine Quastenfasserin, wenn ich ganz genau formuliert hätte. Und ich habe die neuen Programme für die neue Saison ab nach den Sommerferien sind auch schon da. Ich sehe sie jetzt hier gerade nicht, aber wir haben sie draußen, glaube ich, liegen auf den Auslagen hier draußen vor dem vor. Wenn Sie also schon wissen wollen, wann was im nächsten Jahr passiert, also auch wann Sakramente 1 und 2 kommt, finden Sie dann da schon im Programm. In diesem Sinne, wenn Sie mögen, in zwei Wochen gerne wieder hier. Bis dahin, alles Gute, kommen Sie gut nach Hause.